Herzlich willkommen zurück zu meinem Stream. Wir sind zurück in unserer Kampagne. Wir haben gerade genau die 2000 Kronen. Das Problem ist, wenn wir jetzt das alles erfüllt kriegen, aber danach nur noch ganze 7 Kronen. Ich glaube, wir haben nicht so viel zum Handeln gerade. Tendenziell fast gar nichts. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Deswegen, was kann man denn hier kaufen? Nee. Das ist nicht gut. Wie ist unser Ausstand der Leute? Wir haben sogar schon ein paar Hauben, die ganz okay sind. Okay. Wir bräuchten ein bisschen Tools und Supplies. So wahrscheinlich schon drunter. Und wir hatten das Holz verkauft, ne? Deswegen waren wir hergekommen. Ich würde mal die einfachen Tools kaufen. Wir haben noch 5 Tage Rationen. Alter, Fleisch. 200 kostet Fleisch hier. Ihr habt doch Arsch offen. Ihr habt. Eieieiei. So, wir haben eine 55er Rüstung. Irgendwo hier. Eine 55er Rüstung an. Sigmar Gabriel, Ricky the Nose, Sonox, hier der zweite, Sacred Ben. Ich glaube, ich habe einfach genommen, weil wir mehr Leute brauchen, ne? Wir haben gar keinen Xan mehr, ne? Ich das richtig sehe. Ja, Xan ist tot. Oh. Machen wir den jetzt zu Xan? Oder machen wir ihn? Der Loyal passt schon irgendwie an. Xan ist schon ein loyaler Dude. Müssen ja schon mitzählen. Wir müssen schon mit 59 prüfen. Geiler Roll, oder? Brawler? Yo. Den haben wir schon mal gelevelt, deswegen 59. Okay. So, jetzt müssen wir aber hier noch einen neuen Auftrag annehmen. Base. Crown 300. Find Toppled Watchtower not far to the northeast. Somewhere around the region of Parchheim. Das ist doch das, was wir schon hatten. Hier mit Parchheim. 320. Deliver cargo to Sigmund in Dammwald. About a date to the northwest. Habe ich ziemlich. Bald to the northwest. Oh. Das ist nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Weil wir werden das, glaube ich, trotzdem. Bild. Will wir hier noch jemanden haben? Caravan Hand. Bettler. Der kann übrigens auch insane Heal Skill Rolls haben. Milizia. Vagabund. Bettler hat schon das niedrigste Level von potenziellen Milizien. Rolls. Ja, einen Flüchtling. Offended by violence. This background is offended by violence lowborn. Ah. Is lowborn. Was bist du eigentlich? Grave Robber. Ein Grabräuber will ich glaube ich nicht mitnehmen. Da gibt es glaube ich Probleme mit. Damit gibt es glaube ich Probleme. Anatomist. Er kann bessere Melee-Skill haben. To the world, upset that some of his peers could see to their education in full. Haben wir jetzt irgendwie jemanden, der ein Problem hat? Accustomed to combat, lowborn. Accustomed to combat, accustomed to combat, accustomed to combat. Das ist der Wild Man, ja, der ist accustomed to combat. Accustomed to combat. Ich glaube, keiner von uns hat irgendwie ein Problem mit Violence bis jetzt. Da könnte man sowas hier schon noch mit reinnehmen. Anatomist. Ah.
Der ist nämlich eine der relativ neuen Klassen. 500. Und relativ viel pro Tag kostet. Ja, das können wir woanders machen. Auf jeden Fall nehmen wir mal den hier Stammwald an. Accept this contract. Kaufen lohnt sich hier, glaube ich, gar nichts. Haben wir auch Ember Shards verkauft. Ja. Armorer, könnten wir noch eine fette Rüstung. Oder halt einfach ein besseres Schild. Ja. Oder einfach ein besseres Schild. 5 plus 15 plus 15 plus 25 plus 20 plus 15. Das Heater Shield ist im Nahkampf besser. Wenn das hier gegen Range Duties besser ist, dann kostet es aber noch mal deutlich mehr. Arriba, arriba. Ich würde erstmal ja einen Auftrag machen. Geht's meinen Leuten eigentlich? Wie ist so die Laune? Mies. Dann sollen wir mal mit den Leuten eine Runde saufen. 1 to 5 days. Binden wir das mal und wir saufen eine Runde. Zweimal. Geil. 3 Leute betrunken, aber kaum bessere Laune. Was? Got a pay cut? Ach so, stimmt. Retreated from battle, got a pay cut. Ja gut. Ja, der Pay Cut scheint die hart zu treffen. Gehen wir erstmal nach Gelbstadt. Pay Cut scheint Leute hart zu treffen. Wissen die Frage, wollen wir irgendwas reparieren? Ist irgendwas das wert, so repariert zu werden? Ich glaube noch nicht, ne? Nee. Das sieht nicht so aus, da irgendwas wert ist, reparieren zu lassen. Hier sind wir über Nacht, ne? Damn it. Haben wir genau nichts gekonnt. So ist die schnellste Weg wahrscheinlich hier durch, anstatt komplett hier unten. Komm schon, Dammwald, wir gehen einfach mitten durch die Mitte. Weiß nicht, ob der Weg hier rum nicht noch schneller gewesen wäre. Ich traue mal darauf, dass das der schnellste Weg ist. Ach, sie haben sogar 80 Kronen Advance bekommen. Hm. Oh, hier gibt es Viechter in dem Wald. Dumpf. Halt, fällt mir ein, ich wollte noch was leiser machen. Kopfhörer. Ich hoffe, dass es jetzt leise genug ist. Alles andere wäre echt doof. Weil irgendwie bin ich, glaube ich, relativ leise geworden, oder? Ich kann mich mal einfach ein bisschen lauter drehen insgesamt. Hey, ich höre mich wieder. Vielleicht hätte das auch schon geholfen. Dann hätte ich hier wieder dabei bleiben können, was ich es vorher eingestellt hatte. So. Und bei den Socials machen wir noch das da. Damit man das besser sieht. Hier gibt's Ruinen, ne? Ne, das ist ein Herbalist Grove, Gatherers, hier gibt's nicht mehr Ruinen. Können wir theoretisch wieder Holz holen. Na geil. Crowns well deserved. Oxid der Mist, Paint Remover gibt er uns. Für 280 Holz, das ist halt übel teuer. Das ist ja übel teuer. Was ist denn der Auftrag? 600 Crowns. Hunt the Webknecht in the Woods down Dammwald. Gibt's überhaupt niemanden, den man hier recruiten kann? Granitschanze können wir nicht sinnvoll gehen. Kann man überhaupt dahin? Ach, hier unten ist der Weg da hoch eigentlich. Die hätten nämlich auch Ruinen gehabt, tatsächlich. Und eine Stadt. Müssen wir mal Safe Campaign machen, weil ich weiß nicht, ob die Webknechts machbar sind. Safe Campaign, habe ich gesaved? Ja, okay.
Ich weiß nicht, ob die Webknechts machbar sind mit den Anzahl der Leuten. Wir probieren es mal. 600 ist echt viel. In the woods around Dumbwald. Sogar so ein Knacken. You find a lad hiding beneath an upturned wheelbarrow. He refused to come out. His tiny head staring out from the shelter like a purr from a clamshell. You ask what he's doing. He friendly explained that he's hiding from the spiders and that you should go. Get your own barrow. This here's mine. Brandishing your sword, you tell him that it's the spiders you're looking for. The boy stares at you. He nods. That's right, got a bad idea, sir. No, I ain't a clue where they'd gone to. I was here with a caravan. Do you see a caravan? No, that's right, you damn don't. Cause they're all spiders-headed now. So get before they see you speaking to me. Barrow clatter's closed. You've no mind to lift it back up. Though you do give it a good kick as it you depart. Aha. Keep your eyes peeled. Wird doch irgendwo hier sein. Ah, da sind Spuren. Im Sumpf, ja, das wird ja natürlich fett. Alles wieder ganz. Dem geht es inzwischen ein bisschen besser. Wir haben wenig Range. Na gut, aber wir haben... Alter, what the heck is happening? Wie sind die denn gelaufen? 5 Webknechts, das ist vollkommen fein. Oh, da gibt es ein paar mehr Webknechts. Wir wollen die Webknechts auch haben. A few Brigands Markings, many Brigand Raiders. Wir wollen die haben, die 7. Wir wollen gar nicht die 5 haben. Charge! Charge! 7 ist eigentlich okay, denke ich. Die nehmen halt direkt den... Moment, die haben Armor? Wann haben die denn Armor? Webknecht, 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 Webknecht. Ja, wir sollten hier hochgehen. Da haben wir nämlich, glaube ich... Ja, hier haben wir nämlich Engstellen. Hier oben. Besser, wir müssen fast laufen. Sind nicht so gut hier durchgekommen durch die Engstelle, sage ich mal so. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon rankommen. Kommen sie. Okay. Wir müssen fighten an der Stelle. Aber wir haben nur eine oder zwei, die rankommen oder sowas. Na, zwei. Drei. Drei kommen ran. Okay. Hallihallo Tinker, einen wunderschönen guten Tag. 56. 26. Ich spiele Battle Brothers, in Mittelalter-Söldner-Truppen-Rundenstrategie-Spiel. Mit ein bisschen Fantasy, weil wir halt sowas wie Spinnen und sowas bekämpfen. Und Hexen und ein bisschen Orks und Goblins gibt's auch, aber sonst nicht so viel. So. Müssen versuchen, relativ schnell zu töten. Jawohl, da haben wir schon mal... Klingt ganz witzig. Heißt Battle Brothers. Gibt's auf Steam für, ich weiß gar nicht, 20 Euro oder so. So, schön surrounden. Dann werden sie tot gepiekst. Hallo, Xan. Wunderschönen guten Tag. Mademoiselle. Wieso ist es denn jetzt plötzlich Mademoiselle? Piekst ihn... Ach, tot. Na gut, dann musst du das jetzt machen. Jawohl. So. Ich hoffe, euch geht es auch beiden gut. Also, mir geht es tatsächlich ganz gut. Hab heute noch ein Geburtstagsgeschenk ausgepackt. Der läuft jetzt außen rum. Ich würde mal versuchen, Leute zu befreien von diesem
Da haben wir den, die dahinter stehen. Du hast niemanden, den dich befreien kann. Nice, du hast dich aber selber befreit. Und du hast sogar getroffen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, das sind jetzt alle 56, da ist wurscht und schießt auf den, der Lowlife ist. Sehr geil. Nochmal geiler. War den abgestochen. Glaube ich gar nicht Spear holen müssen. Wollen wir hier Leute befreien? Ach, scheiße, das hat beides nicht geklappt. Ah, da muss ich wohl selber befreien. Was? Weil wieso auch nicht? Wird derzeit mit jedem Tag besser. Das freut mich, Xan. Das freut mich. Eben und Bücken ist aber ein No-Go, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass es da Probleme gibt. 58 und 56, dann schieß mal auf dich. Jawohl. Nochmal geht das nicht, weil da haben wir nicht mehr genug Fatigue. Also, ich denke so für dich, man hat hier unten so ein bisschen die Stats, ne? Du hast hier Aktionspunkte, immer 9 pro Runde. Du hast eine Erschöpfung, die durch Angreifen und sowas hochgeht. 5 fürs Schießen, 20 für den Spezialskill. Das Resolve, das ist bei denen gerade schon ein bisschen schlechter. Ist schon auf Wavering, dann trifft man schlechter, weil man sich, wenn man Angst hat sozusagen. Und es gibt Armor, Kopf und Body Armor und HP. Kurz Erklärung für den Stats. Und dann gibt's, hat jeder noch eigene Stats. Wenn ich, glaube ich, hier reingehe, sieht man die Detail-Stats der eigenen Leute. Der Resolve wirkt sich auf die Moral aus, zum Beispiel. Aua, nicht mich vergiften, ihr Schweine. Das ist jetzt doppelt fies. Oh. Ah, schade. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Das ist doof. Aber der geht mal da rum. Ich habe da kein Gegengift für ihn. Okay, der ist auf Fliegen, das heißt, der greift nicht mehr an. Der versucht wegzulaufen. Das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Dann können wir versuchen, dir zu helfen. Ja, sehr gut. Dann müssen wir dich noch kaputt schnetzeln. Das ist auch ganz gut. Bis jetzt. Aber wir haben 2 Gegner noch gar nicht entdeckt. Da kommen noch Gegner an. Irgendwas anderes? Webknecht? Nee. Montag keine schlechten Nachrichten kommen, da hätte ich weniger Lust drauf. Das kann ich auch verstehen. Ich wünsche dir wie jeder da alles Gute und viel Gesundheit und so, ne? Nice. Ja, der ist schon echt geil. Sacred, der haut ordentlich rein. Machen wir dich kaputt, dann machen wir dich auseinander. Sehr schön. Ne? Dann können wir dir noch einmal reinschießen, perfekt. Dann dürfen wir nämlich wieder nachladen, weil der dann aus dem Nahkampf raus ist. Und dann können wir hier noch hochlaufen. Oh, Pieks hat nicht funktioniert. 50% abgeschlossen. Hier ist es. So, die versucht zu fliehen, die versucht auch zu fliehen eigentlich. Oh, Sacred hat den das jetzt nicht getroffen. Ja, supi. Okay. Okay, und nachladen können wir nicht mehr. Wir haben noch 3 Gegner. Pro HP, den ich verliere, einen Liegestütze. Das sehe ich irgendwie gar nicht. Hallihallo Sono übrigens. Wo sind die rechtlichen Gegner? Es fehlen noch 3 Gegner. Wo sind denn die abgeblieben? Ich kann schon looten, theoretisch. Gehen wir auf den Highground hier. Guck mich mal ein bisschen um. Wo hier die Gegner geblieben sind. Mal nämlich auch unseren Sono. Können wir jedenfalls kurz gleich machen. Was da gewünscht wurde. Oh. Laufen können, der hat nicht mehr so gut. Der braucht ein bisschen mehr Ausdauer. Unser Bandy Hero.
Dann würde ich sagen, it's over. Ich habe nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wo die waren. So, da haben wir unseren Auftrag geschafft. Und dafür, dass es 600 Kronen gab, war das sehr, sehr gut machbar. Das finde ich sehr nice. Ich glaube, ich habe auf meiner später anschauen Liste tatsächlich noch so 60 Minuten Workouts. Wobei ich zugeben muss, das ist meistens davon irgendeine Yoga-Variante und das heißt, da ist auch ein bisschen Ausruhen dabei. Aber ich krieg sogar noch ein bisschen was obendrauf. Hey, ihr habt immer noch Disappearing Villagers? Das ist weird. Das ist weird. So. Jetzt haben wir sogar ein Level-Up für unseren Xili. Nee. Nee. Melee-Defense wahrscheinlich. Puff. Ranged ist Quatsch. Eigentlich dann Range-Defense und ein bisschen HP kann man immer gebrauchen. Hatte hier als Perk. Achso, er hat bis jetzt nur einen Perk. Ja, dann wird er Recover wahrscheinlich kriegen. Damit er besser zutrainieren kann. Also ich kann mal kurz, Moment, ich gehe kurz in meinen YouTube rein. Fragst. Stimmt, hier gestern auch eine Capture Card geguckt, für den Fall, dass man meine 360 wieder spielen will. So, in mein später Ansehen habe ich Yoga-Übungen für Anfänger, 60 Minuten Yoga-Home-Workout. Yoga-Flow, 60 Minuten Ganzkörperprogramm, Selbstbewusstsein, innere Stärke. Full-Body-Workout, Timer, das ist aber nur 30 Minuten, mittelschwer. Aber da könnte ich wahrscheinlich auch 1 Stunden. Nice. 1-Stunden-Varianten mir holen, Moment, im Kanal. Videos. Premiere. Full Bodyworker mit Kurzhantel. Aha. Gibt es hier 60 Minuten? Kann ich hier drauf gucken? 60 Min. Step Aerobic fortgeschritten für zu Hause. Ja, Step Aerobic habe ich nicht. Function, Training, Mobilisation, Stabilisieren, Cardio Kraft 60 Minuten. Wahrscheinlich würde ich sowas machen. Dann bin ich wahrscheinlich danach auch fertig, wenn ich hier. Auch wenn es nur 56,15 sind. Ich habe keinen Zwift. Witzigerweise habe ich hier 60 Minuten, das steht zwar im Titel, aber das ist häufig nur so 56 bis 57 Minuten lang. Spannend. Müssen wir danach noch ein bisschen ein Sportprogramm machen. Erstmal müssen wir jetzt 10 Liegestütze machen. Die wurden sich. Übrigens, ich glaube, das Licht habe ich gar nicht so perfekt eingestellt, ne? Ich habe jetzt nämlich hier eine neue Lampe. Da. Die macht ein bisschen heller insgesamt. Also falls ihr euch wundert, warum ich aussehe, wie ich aussehe, aber ich habe nämlich zum Geburtstag bekommen, unter anderem von Lumi, aber ich wollte es nochmal kurz Eigenschaften, ich wollte nochmal das Video anders einstellen. Gefällt mir nicht 100%. Deswegen wollte ich hier kurz ein bisschen umstellen. Ja, ich habe jetzt so eine Licht-LED-Panel halt bekommen. Was tatsächlich direkt mit einem Stand kommt, mit einem Standfuß und sowas, ist es schon ganz geil. Dadurch muss ich nicht mehr einen riesen Softbox anmachen. Okay, Xan, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nett ist, was du da schreibst. Ich muss eigentlich ein bisschen mehr dahin gehen, weil sonst bin ich nämlich zu braun. So, dann können wir noch ein bisschen heller machen und dann kommen wir, glaube ich, langsam mit dem realistischen nahe. So, und ich habe Kurzhanteln, weiß nicht, ob ich Kurzhanteln habe. Moment. Zählt das als Kurzhantel? Ich würde schon sagen, von daher habe ich Kurzhanteln. Allerdings habe ich, glaube ich, nur relativ schwere Kurzhanteln. Ding hat ein bisschen Gewicht. Mit halt natürlich noch entsprechenden Gewichten drauf und hier was zum Festschrauben habe ich auch alles noch hinten liegen, aber. Haben ist in Südkorea fast schon eine Sünde. Egal wie du vorher aussiehst. Okay. Also von daher, ja, wir haben Kurzhanteln. Jetzt mache ich noch schnell die 10 Liegestütze, dann können wir noch mal kurz drüber reden, wie eigentlich mein Wochenende war, weil wir haben ja groß gefeiert und ich habe einen Haufen
Geburtstagsgeschenke bekommen, nicht Weihnachtsgeschenke. Geburtstagsgeschenke. Ah, und ich finde das Licht irgendwie deutlich angenehmer. Ich habe jetzt zwar direktes Licht, also so, aber das ist ziemlich gestreut. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich da trotzdem gut mit zocken kann. Vorher hatte ich immer das Problem, wenn ich das so direkt hier in mein Gesicht mache, dass mir das irgendwie mich aus meinem Zockenmut rausbringt, aus dem entspannten... Ja, Xan, alles okay. Dass du das nicht mitgekriegt hast, sag mal, ist verständlich. Ja, ja. Ich sag, ist verständlich. So, Liegestütze. Halten wir fest, ich war schon mal fitter. Ich war definitiv schon mal fitter. So, wahrscheinlich will ich Recover haben. Axeli ist der Madman, ne? Der Wildman. Der schon mal Riot gegangen ist im... Ah. Minus Experience Gain ist echt fies. Defense. Boah. Executioner? Dafür hat er nicht genug Melee-Skill, würde er auch niemals kriegen. Dass er irgendwie bei Leuten, die verletzt sind, mehr Damage macht. Wir könnten es noch schwerer machen, dass er weniger Damage kriegt. Also kein Critical Damage kriegt, dann hält er länger durch. Das würde zum Tank-Ding passen, ne? Oder halt Recover, damit er mehr Skills machen kann. Und zuhauen. Adrenalin, Pathfinder, Bags and Bells, 9 Lives. Ich glaube, der extra Damage auf den Kopf ist schon ziemlich wichtig, dass er den nicht kriegt. Ich so das Gefühl. Maxan, kennst du eigentlich Battle Brothers? Das wäre eigentlich so ein Spiel, was ich dachte, was dir gefallen könnte. Okay, jetzt verkauft es mir für 220. Das hilft schon mal sehr viel weiter. Ich glaube, für 220 können wir es mitnehmen, um es woanders zu verkaufen. Ja, also... Auch nochmal kurz für dich die Erklärung. Das ist eine zufallsgenerierte, wenn du einen Run startest, ist eine zufallsgenerierte Landkarte. Vom so nördlichen Barbarenbereich über die Zivilisation bis so in die südlichen Hemisphären. Achso. Das ist Lawman, die Mais, ja, okay. Und du hast halt dann einzelne Dörfer und Städte. Also, das hier ist halt ein offensichtlich ein Dorf. Das ist eine Stadt. Wir haben aber auch hier dann sowas wie Festungen und entsprechend auch Adlige, andere Dörfer, ja, Granitschanze. Genau, und du versuchst halt einfach mit deinem Söldnertrupp, den du hier dir zusammenstellst, wo du auch mal wieder neue Leute rekrutieren kannst, dich durchzuschlagen, bekannter zu werden, bessere Aufträge zu bekommen. Das aktuelle Ziel ist eigentlich die 2000 Kronen, die ich immer wieder ein bisschen delaye, weil ich nicht knapp über 2000 Kronen komme, sondern deutlich über 2000 Kronen eigentlich. Mir fällt gerade auf, wir brauchen eigentlich... Medical Supplies. Habt ihr hier Medical Supplies für 244? Ist, glaube ich, okayisch. Nehmen wir das auch noch mit. Weil sonst können wir uns bald nicht mehr heilen. Genau. Und es ist so ein, sag mal, ein Low-Fantasy-Setting. Also es gibt theoretisch ein paar Magier, aber es gibt nicht so viele Magier. Hier kriegen wir zum Beispiel übrigens keine Aufträge, beziehungsweise die Aufträge, die es dort gibt, die dürfen wir nicht annehmen, weil wir zu unbekannt sind. Das gleiche Problem haben wir halt mit den großen Festen und sowas auch, deswegen gehe ich da noch nicht hin. Da würde ich einfach mal sagen, wir gehen nach Sandvik. Genau, und dann gibt es auch Untote, Goblins, Orks und so weiter und so fort. Und Xan, du bist leider schon mal einmal gestorben. Du wurdest von einem Brigand Thug gutgeschlagen, also mit irgendeiner stumpfen Waffe. Hattest in deinem zweiten Kampf schon.
Moment, Xan, den zweiten hatten wir schon, der ist auch schon gestorben. Hoppala. Ist das ja schon Xan der Dritte? Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ich hab's auch gerade wahrgenommen. Du bist schon zweimal gestorben. In dem ersten Kampf hat jemand dich das zweite Mal angehört haben, wurdest du direkt bei einem Wiedergang, das sind Zombies sozusagen, wurdest du. Hopp, wir wollten dahin. Du bist schon runtergegangen. Wurdest du direkt wieder platt gemacht. Tut mir leid, Xan. Du hattest nicht so viel Glück bis jetzt. In dem Überleben. Da war Solo ein bisschen besser dran. Ja, es gibt auch Handelskarawanen, die wir auch überfallen können und uns mit dem Adelshaus entsprechend oder den Städten anlegen. Also du könntest das auch alles als Räuber spielen. Das zur Person, Lil. Ach, Quatsch. Genau, und hier können wir zum Beispiel jetzt auch Leute rekrutieren. Was gibt's hier? Ein Schneider. Achso, und ich habe eine Mod installiert, die uns verrät. Ja, je nachdem, was für einen Hintergrund der Charakter hat, kann der hat unterschiedliche Möglichkeiten zu rollen, die Stats. Also die dann am Ende wirklich grundlegend dabei sind. Und dann hat er, wenn wir hier mal reingehen, hat er sozusagen noch Talente, wo er sich schneller entwickelt. Diese Sterne geht, glaube ich, bis 3 Sterne. Wir haben hier zum Beispiel 2 Sterne. Immer 2 Sterne, das ist schon ziemlich gut. Ne? 2 Sterne in Melee-Attack ist schon ziemlich nice. Ich könnte mal so nur deswegen schon den hier geben. Weil der trifft eigentlich schon ganz gut. Und das hier kann stunnen. Also hiermit können wir dann stunnen. Gibt je nachdem, was man für eine Ausrüstung hat, noch andere Skills. Wenn ich zum Beispiel das runternehme, kriegt er dann den Double Grip Perk, das heißt 25% Damage, einfach flat obendrauf. Will ich jetzt aber noch nicht, ich will, dass die Leute überleben. Genau. Und man muss halt auch ein bisschen heilen, ne? Also HP heilen. Ein Fischer, Lowborn, ja, puf, nee, die wollen wir, glaube ich, alle nicht haben. Wir haben alle maximal 57. Melee-Attack und auch sonst, glaube ich, nichts herausragendes, also sieht das nicht so wahnsinnig geil aus. Essen ist hier ziemlich günstig, Holz wollen sie aber nicht haben. Essen ist aber ziemlich günstig. Mit 49, wenn es 50 eigentlich wert ist. Und es hält 7 Tage, könnte man eigentlich schon mitnehmen. Wobei, haben wir noch für 5 Tage Rationen. Kaufen tun sie schlecht, das mache ich immer anhand von dem hier, weil das 100 wert ist. 14% geben sie mir gerade für den Wert von Dingen. Also nicht so geil. Achso, und man kann, wenn man eine Weile erreicht hat, das haben wir jetzt schon freigeschaltet, hier auch noch andere Follower holen. Wir könnten zum Beispiel einen Donkey holen, damit wir mehr tragen können. Wir könnten uns hier einen Scavenger holen, damit wir halt Ammo und Reparaturtools kriegen, einfach so vom Kämpfen. Ja, es hat ein bisschen sehr viel Feeling von Bannerlords, da gebe ich dir recht. Es geht aber mehr um den einzelnen Charakter, den du mitnimmst. Das ist eher ein Mix aus Bannerlords und XCOM, würde ich sagen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also, weil es halt auch viel um diesen persönlichen Charakter geht und auch so ein bisschen Rimworld, weil die Charaktere halt Stories erzählen. Also, wenn du halt hier rumfährst, je nachdem, was für Hintergründe du mit hast, kommen halt unterschiedliche Sachen getriggert. Zum Beispiel bei Xili, der ist halt ein Wildman. In die erste Stadt, in die er gekommen ist, hat er erstmal übelste Sorte in eine, ich glaube, irgendeinen Händler zerlegt. Wofür wir halt 600 Kronen zahlen mussten. Wo wir dann die Option hatten, wir zahlen 600 Kronen, wir gehen einfach weg, was uns wahrscheinlich dann die Beziehung versaut hätte. Oder was wir gemacht haben, wir haben 600 Kronen bezahlt, aber dafür seinen täglichen Sold reduziert. Was ihn hier, Got a Pay Cut, immer noch ein bisschen mitgenommen hat. Ja. Also hat ihn nicht so geistert. So, hier haben wir eine Karawanenmission, das sehe ich immer schon links oben am Bild. Das ist halt eher Fluff-Texte. Ich lese jetzt nicht alle vor. 130 direkt und 540, wenn der Job fertig ist. Finde ich ganz gut an. Nach Bergau, 2 Tage nach Osten. Wir kriegen unser Essen unterwegs, wenn wir nach Bergau gehen. Also wenn wir die Karawane begleiten. Wo ist denn Bergau? Ist da ganz am anderen Rand. Können wir eigentlich schon hingehen, würde ich sagen. Wir haben sogar Ruinen, das wäre perfekt, weil wir haben Holz dabei und Holz kaufen da die Städte mit Ruinen immer ziemlich gut an. Von daher würde ich das einfach mal probieren. Accept this contract. Let's go. Und jetzt müssen wir halt hier mit, also weil wir den Karawane begleiten, müssen wir halt so mit. So, hier haben wir zum Beispiel ein Event, das hat eher jetzt nicht mit unserem Hintergrund zu tun, sondern mit der Karawane. Wir scheinen in Menschen
zu transportieren. Running this game, you come across a man in rags, near over garage, with a guard grinning overhead. Speak to me in that tone again, or you'll be shitting your teeth. Got it, prisoners? The doubtman nods and scoots back. He sees you, then nods weakly. Selsord, I'm Torbjörn of Rabenhold, House of Rabenhold. I'm sure you've heard my name. If you kill this weak Fark here and all the rest of his like, then I will see to it that you are rewarded most handsomely, the guards mercy. Don't give purchase to a word that man says, said Wood. Okay, also der sagt, er ist irgendein Adliger von Haus Rabenhold. Haus Rabenhold ist, glaube ich, sogar die, mit denen wir uns gut stellen wollen. Was ich halt jetzt machen würde, einfach indem ich, glaube sogar in dem Gebiet Aufträge mache. Es ergibt keinen Sinn, dass, glaube ich, eine Stadt, die zu diesem Haus gehört, in denen versklavt. Deswegen würde ich dafür machen, wenn wir einfach weitermachen den Auftrag. Weil, also wir haben wieder diese Haus Rabenhold. Ist das hier? Oh, stimmt gar nicht. Wir sind bei Haus Winterhall. Haus Rabenhold ist es nicht. Wo ist denn Haus Rabenhold? Ganz im Norden. Oh, dann hab ich mich vertan. Das kann man leider nicht so gut nachgucken. Also kurz mal zum Rekapitulieren. Wir haben Haus Winterhall im Süden, Haus Rabenhall im Norden und Haus Gotha dazwischen. Und das Spiel ist übrigens sogar aus Deutschland. Nicht wundern, obwohl es komplett auf Englisch ist. Aber wir sind recognized. Obwohl es komplett auf Englisch ist, weil die Texte auch teilweise prozedural generiert werden und das funktioniert wohl nicht so gut auf Deutsch. Deswegen haben sie das auf Englisch trotzdem gemacht. Und deswegen gibt es auch nie eine Übersetzung. So, hier haben wir nochmal ein Event. You come across a lone cow standing in the field, not much to it, it's just a cow, but then Sagitt slides up next to you. He's gnawing on some broomstraw and twisted around, he talks. So, who do you think can do it? You ask. Do what? He smiles. Ah, sorry, Cap. Didn't realize you hadn't heard. We are gonna see if someone can knock that cow over. Say, seeing as how we can only knock it over once, how about you choose which of us has a go? The cocky bastard Zono looks itching to have a go. Das ist jetzt irgendein Event, wo ich nicht genau weiß, was hier rauskommt. Wir können denjenigen nehmen, der am besten ist. Wir könnten Zono sagen, hey, versuch's mal. Zono war eigentlich ziemlich gut im Angreifen. Ich würde ja fast sagen, das hat was mit dem Skill zu tun, mit dem Melee-Skill. Oder wir könnten sie halt einfach in Ruhe lassen. Lass mal Zono machen. Before you can even finish your sentence, Zono beats his chest and steps forward. I'll fell that petty cow! Remind him that the company has no beef with the bovine creature and that this is all fun and games. He stands there, arms tent-poled with his fists at his hips. Nonsense! The company laughs and thinks this is an impossibility, but I'm here to show them all just how wrong they are. The cocksure Selsord steps into the field and immediately cuts his boot across a cow paddy. He sidewinders forward, arms flailing for balance, but it's all for naught as he slams to the ground. The man bursts into laughter. The cow glances over before simply walking off. Zono cleans himself up. A minor misstep, but look, the cowardly cattle wants no part of me. Xeely laughs and points at the Selsord stained garb. Maybe, but it looks like you got a little part of her. The cocky Selsord kitty swipes the shite of his shirt. Despite the failure, he is undeterred and the men are almost passing out. They are laughing so hard. Plus ein Resolve. In good spirit, Sacred is in good spirit, Xeli is content, Xander der dritte ist content. Ich glaube, wir haben gerade einen ordentlichen Mood-Booster gekriegt, was ziemlich gut ist. Das bedeutet, die starten mit einer besseren Moral in den nächsten Möglichkeiten. So, ihr habt jetzt noch keine, ne? Himmelsdorf. World of Tanks lässt grüßen. Ihr habt jetzt noch nichts, was sinnvoll verkaufen wollen. Und ihr habt, glaube ich, auch sonst nicht viel. Ihr kauft für 15, was ein bisschen wurscht ist. Wir könnten uns hier ein
Der Bogenmacher hat einfach einen legendären Bogen. Also es gibt auch dann unterschiedliche Level an Waffen. Zum Ausrüsten natürlich. Und das ist sozusagen, ich glaube, Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Oder andersrum sozusagen schlecht, mittel, gut. Und die guten gibt es noch eine legendären Variante. Die sind so komisch orange hinterlegt. Die haben dann normalerweise noch einen Extra-Effekt. Was ich gerade nicht sehe. 40, 62 bis 87. Ich glaube, der hat tatsächlich einfach mehr Damage. Warbow 50 bis 70, 40 bis 60. Hunting Bow ist das zweite. Wir haben hier einen Shortbow, Hunting Bow, Warbow. 50 bis 70 und der ist 62 bis 87. Der hat tatsächlich einfach mehr Damage, oder? 35, 60, 35, 75, 7, 7, Maximum Fatigue 6. Ja. Der ist einfach straight up besser. Hm. Wir könnten hier natürlich auch noch einen Crossbow holen. Wir haben ja hier so einen Light Crossbow, glaube ich, für einen von unseren Leuten. Dich, ne? 30 bis 50. Wir könnten tatsächlich hier den 40 bis 50 bis 60 Crossbow holen. 50, 60, 6. 50, 60, 6. Das ist sonst das gleiche. Minus 6 Fatigue. Da steht, glaube ich, mehr Fatigue, ne? Ne, minus 8, genau. Wird man fast ein Tausender legen. Ich glaube, das wird man jetzt gerade nicht tun. Wird man, glaube ich, jetzt gerade mal nicht tun. Mal hier irgendjemanden anheuern. Ein Poacher. 47 bis 49. Ist halt ein Range-Dude potenziell. Ja, aber der ist halt... Wobei, ist er teuer? Ich glaube, ist sogar okay, aber würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Keine gute Ausrüstung. Ja, also mit unseren 6 Leuten sind wir hier mit der 5er Karawane noch unterwegs. A few Caravan Cards. Okay, dann haben die irgendwie mindestens 2 Karawanen-Dingsbums. Und dann wären es logischerweise 3 von dem anderen Shade. So, ihr wollt das nicht haben. Ihr habt euch das richtig teuer. Zumindest zu kaufen. Gibt es halt zum Beispiel einen Bastard als Background oder einen Auftaker ist das. Ne? Das ist ziemlich mit einer der besten Hintergründe, die es geben kann. Der hat, weiß gar nicht, ob die Gerüstung gut ist, ich glaube nicht. Aber der hat irgendwie ein Schwert und einen Hammer. Und halt noch ein bisschen Rüstung schon. Können aber auch einfach einen Krüppel anheuern. Der hat, glaube ich, besondere Events, deswegen nimmt man den manchmal mit. Aber der ist halt schon Level 3. Und kostet aber dafür 7000, ihn überhaupt anzuheuern. Oder halt 740, um überhaupt mal auszuprobieren, was für Trades der hier hat. Ja, doof. Tempel braucht man nicht, da kann man Sachen verarzten. Normalerweise gibt es mindestens einen Kampf auf jeder Karawanenmission. Und daher warte ich eigentlich noch auf den Kampf. Hier werden auch jede Menge Ruinen, wo wir das Holz hinbringen könnten, aber da kommen wir gerade nicht hin. Und daher Bergau. Hm, kommen wir einfach ohne Kampf hin. No well supplied. 222, ja, bringt mir nicht viel, wenn ich hier... Ich brauche nochmal ein paar Provisionen. Oh, 170 für Pools. Das ist sehr günstig, das würde ich mir dann gönnen. Sieht sehr, sehr gut aus. Hier gibt es einen Armorer. Der sollte jetzt eigentlich auch ganz gut verkaufen, ja, ne? 200 für so eine, für eine dickere Rüstung. Hm. Ich glaube, wir haben noch keine guten Rüstungen, ne? Wir haben hier eine 55er, 110er und 280er. Brauche eigentlich nur noch eine davon, wenn überhaupt. Oder wir kaufen halt direkt eine bessere. Hier eine 95er, minus 10, minus 8 Fatigue. Laminar Armor, der hat auch wieder einen legendären Helm. Fuck, für 12.000. Hmm. Wir könnten uns hier irgendwie anmalen oder hier noch was dran basteln an Sachen, dass 10 mehr Rüstung gibt und das hier auch. Und das hier gibt sogar 40 mehr Rüstung und minus 4 Fatigue. Das hier gibt einfach nur mehr Rüstung, ohne mehr Fatigue zu geben. Oh. Natürlich ganz geil. Well supplied. 50% mehr Items.
Kauf für 10% mehr, Verkauf für 10% und Verkauf für 10% weniger. Ja, 35% mehr für Quality Wood. Ja, aber das ist irgendwie Quatsch. So, he puts a hand on his shoulder, smiling. I know you know adequate compensation for your service. 300 Kronen, das ist wieder so ein Finde was. Hill people top not far to the southeast and somewhere around the region of Parchheim. Southeast, also irgendwo hier. Parchheim ist nämlich hier, es müsste dann irgendwo nach hier sein. Wenn wir da was finden sollen, für 300 Kronen einfach was finden, ist eigentlich ganz okay. Dann würde ich mal sagen, let's go. Nach Südosten. Sollte man eigentlich am Tag machen, wenn man das dann besser findet. Ah, perfekt, haben wir es direkt gefunden. Wir wollen da nicht rein. Alles gut. Das sieht irgendwie nach... nach bösen Untoten aus. Müssen wir jetzt nicht angehen direkt. Wir könnten sie auch clearen, aber müssen wir nicht. Wenn wir nur das machen wollen, müssen wir es halt nicht machen. So, jetzt ist nur noch well supplied. Warte, gehen wir mal hier hoch, weil ihr habt auch noch ein paar Ruinen. Jetzt Salz gegeben, ne? Ja. Da gab es, glaube ich, keine gute Variante für. Oh, wir haben wieder 2000, by the way. Weil ich demnächst als abgeschlossen haben. Hier, 337, das will ich doch sehen. Dann bei 2700. Jetzt könnte man tatsächlich auch die 2000 für die Standarte ausgeben. Jetzt könnte man das langsam machen. So, ihr kauft wieder für 20. Das ist schon ganz geil. Kann ich auch die Dinger eigentlich mal verkaufen hier. Den brauche ich eigentlich auch nicht und den auch nicht. Ja. So, hier gab es einen Auftrag. Das ist der Watchtower und fahrt Northeast. Somewhere around the... Also Parchheim scheint eine riesige Region zu sein. Ich weiß nicht genau warum, weil hier unten steht Parchheim eigentlich. Aber der sagt mir nach Nordosten, was ja eigentlich bedeutet, irgendwie hier. Müsste dann Ding sein. Das ergibt für mich keinen Sinn. Oder ist wieder eine Übergabemission? 90 plus 350. Wir akzeptieren das immer. Ich könnte auch verhandeln. Dann kriege ich aber weniger. Dann mögen die mich weniger, wenn ich verhandle und das dann erst mache. Deswegen nehme ich es mal direkt an, weil das ist so ein bisschen die Fraktion, mit der ich mich auf jeden Fall anfreunden will. Westenholz about a day to the north by road. Wendel of Western. Westerholz in Westerholz. Okay. Ich glaube, das könnte eine wichtige Person sein in Westerholz. Wo ist denn Westerholz? Anheim? Westerholz ist da oben. Bei denen ist aber abgebrannt, ey. Bei denen ist aber das ist aber wirklich weit nach oben. Oder 90 vorher, 340. Brigands at Jack Blades Garrison, northeast of Sandstadt. Wir brauchen mal wieder ein paar Kämpfe. Brauchen wir wieder ein paar Kämpfe. Wir könnten hier noch gucken, ob wir jemanden anheuern wollen. Ich glaube, das sind alles keine. Hier ist noch ein Grabräuber. Ich glaube, bei Grabräubern habe ich ein bisschen... Es könnte schief gehen, wenn man Grabräuber, glaube ich, mit einer Truppe nimmt. Den hier wollte ich theoretisch mal haben. Weil er einen ganz guten Melee-Skill haben kann. Ein Anatomist. Will ich aber, glaube ich, erstmal ausprobieren. Das sieht, also der hat hier zwar ganz gut, aber der hat die Sterne hier, aber der hat, puf, können halt ganz gut tanken tatsächlich. Und das war ihn großartig. Komm, nehmen wir mit. Ist unser siebter Mann, ist halt auch wieder ein Nahkämpfer. Wobei, der hat 49 und einen Stern, der könnte auch Fernkämpfer machen. Erstmal wieder ein Nahkämpfer. Erstmal wieder ein Nahkämpfer, was hast du hier? Eine 70er. Only take 50% of damage inflicted by harmful miasmas. Aha. Okay. Und eine 30er Robe. Fällt gerade mal was auf. Wir sollten vielleicht mal kurz. Das wird nämlich in einem Tag schlecht. Wir sollten es vielleicht mal kurz verkaufen, wenn wir jetzt noch ein bisschen Gold da rausholen. Weil es einfach sonst schlecht wird. Wir können das nie aufessen. Gleich haben wir Probleme aber hier. Gleiche Problem war hier. Wir haben noch 50, was für 3 Tage reicht. Wein kaufen will ich aber eigentlich nicht.
Und überteuerten Fisch kaufen will ich auch nicht. Alles andere ist hier irgendwie auch überteuert. Lieber das kaufen. Hätten wir sogar noch einen Bogen? Nee. So, Westernholz 350. Wir machen erstmal das. Mal wieder speichern vorher. Nein, nicht load. Safe. Ich bin ein bisschen am Safe-Scum, sind wir ehrlich. So, hier, Drive of Brigands. Accept this contract. Das markiert uns, wo wir hin müssen, weil die, das müssen wir nicht entdecken, weil die wissen schon, wo die blöden Typen unterwegs sind. Wir sagen, let's go. Müssen wir halt nur hinlaufen. Und da wir, weil wir haben nur einen Range-Dude. Die haben aber auch keine Range, von daher ist es auch wurscht, ob wir tags oder nachts angreifen. Und die haben Fortifications. Wir wollen auf jeden Fall hier hoch. Sind wir mal ehrlich. Wir wollen die beiden hohen Stellen besetzen. Dich lasse ich mal noch später. Oh shit. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, den kriege ich nicht runtergeschlagen. Das ist echt schlecht. Moment, du solltest nach jemandem dran sein. Wer bist denn du? Du bist der. So, du sollst hier reinsteppen. Du bist vor allem noch versteckt. Machst du mal das und du steppst hier rein. Nein, der falsche Knopf. Fuck. Oh ja, das ist halt so. Wir haben keine Action mehr. Ah, das hilft. Das macht es sehr einfach. Dass wir das so hinkriegen. Und wir dürfen eine Spearwall auf einer erhöhten Position machen. Sehr geil. Nachladen. Haben wir halt dort unten ohne Deckung, ne? Bei den anderen wird es allen schwieriger, weil die ein Schild haben. Na dann. Nice. Neues Hit. Ben, neues Hit. Au. Wie warten all die Schweine? X. X. So, 40, 36, Versuchen wir es halt mal, aber das ist blöd. 76 ist natürlich eigentlich ganz geil. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr zuhauen sollen. Probierst du nochmal mit der Spearwall? Und du machst auch nochmal eine Spearwall, um die Leute auf Abstand zu halten. Peaks! Peaks! Nice! Der hat einen Dolch rausgeholt, da will ich mit in den Zwischenräume pieksen, die Schweine. Der hat eine besseren Dinges übrigens. Kann ich den ranziehen, damit er dann von der Spearwall gepiekst wird? Aber ich will ihn nicht ranziehen. Würde ich wohl mal stunnen. Jawohl. Danke. Dann verprügeln wir dich noch ein bisschen. Nur dich da unten stehen einfach so offen. Aua! So, die schneidet man da oben auf. Jawohl! Ach, schade. Okay, dann kommst du jetzt mit da runter und du piekst den auch ein bisschen mit. Der Ludger, den haben wir noch gar nicht benannt. Hat jemand einen Vorschlag für den Ludger-Namen? Pieks, pieks, pieks.
50%. Dann nehmen wir den für einen 78er, würde ich sagen. Oh, noch ein 78er vertan. Hier oben sind übrigens die Rolls dazu. 84 hat er gerollt. Midon. Wie soll denn Midon? Wer ist denn Midon? Midon-Don. Machen wir den mal weg. Ey, du hast doch... Ach, du bist doch ein Depp. Bist doch ein Deppert. Ein Deppert bist du. Xander Dritte, hier, mach mal mit. So, dann musst du halt mal Shield warden. Das machst du da unten noch mit. Oh, da ist ja noch einer. Upsi. Ich mir immer ein bisschen rein. War nicht so smart. Er hat mich zwar nicht getroffen, aber es war nicht so smart. 51 und 69. Kopf ab. Sacred haut er schon ordentlich rein. Ach, Lumidon. Also, muss ich gerade dran denken, ne? Ich habe vorhin schon erzählt, ich habe jetzt so ein Keylight, die man die Dinger, glaube ich, nennt. Ich würde sagen, LED-Panel als Beleuchtung für mein hübsches Gesicht. Das heißt Lumis Keylight. Ich habe das erst gesehen, nachdem ich der Lumi das schon geschickt hatte und musste sehr lachen. Musste sehr lachen. Habe ich da nur sogar zu spät realisiert. So, du machst ja nichts mehr großartig, ne? Brennst nur noch. Ja, und wir pieksen dich mal ein bisschen kaputt da unten. In den blöden Dolch weg. Sehr schön. Da hat unser Ludke schon mal einen Kill gemacht. Das sollte ihn fast den First Level absichern. Und du rennst auch. Sehr schön. Das ist ja perfekt. Nee, nee, wir runnen dich noch down, ja. Hier wird noch alles weggeschnetzelt. Oh. Das lief eigentlich ziemlich gut. Und wir haben einen besseren Speer gekriegt. Unten. Ja, nehme ich. Okay. 150 Volt und so. Und was zum Heilen. Sehr, sehr angenehm. Und dann, ab zurück. Du sagst, wir müssen ihn Lumidon nennen, ja. Findest du, Lumi ist jemand, der hier ein Anatomist ist, ja? Lumidon. Nicht klar, ist das von Lumi da, deine Variante von männlich? Ich nur fast ein Level ab. Dann ist Lumi jetzt doppelt dabei. Dann ist Lumi jetzt als Keylight dabei. Und so. Warum das hier irgendwie nicht triggert, verstehe ich noch nicht ganz. Ich gebe euch einen aus, Leute. Gebt euch einen aus. So, jetzt haben wir hier noch Deliver nach Westholz. Das würde ich dann wahrscheinlich auch direkt mitmachen. Ist nicht ganz klar, warum das ja nicht triggert. Nein, 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 nein. Ich will nicht meine Ambition canceln. Ich habe halt mit Linksklick geklickt und nicht mit Rechtsklick, um die Ambition zu canceln. That you can afford to have a battle standard made for the company. You can make money in contracts, looting camps and ruins or trading. You also need space enough in your inventory for a few items. For a new item. Bin irritiert. Wie gesagt. Wir sollten mal den besseren Speer ausrüsten hier. 57, ich glaube, du wirst den Speer eher behalten. Und du bist schon ein paar Level up, deswegen kriegst du den Xeli. 55, Ricky, who knows? Dem schon zweimal die Nase gebrochen wurde. Fand ich auch eine sehr geile Variante. Wollen wir irgendwann doch mal einen guten Flail holen? Weil der kriegt extra Damage bei Kopftreffern, wenn der Gegner gegen den Kopf trifft. Müssen wir irgendwann nochmal holen. So, braucht irgendjemand von euch? Ihr braucht noch ein paar. Brauchst hier einen besseren Knife? Du hast eins. Du kriegst noch eins. Und du kriegst noch eins, auf jeden Fall. Ich soll es vielleicht den Leuten geben, die auch Melee-Skill haben, damit die auch damit hitten, ne? Du hast Melee-Skill. Gar nicht so viel Melee-Skill. Aber auch nicht so wenig. Das ist schon ganz okay, dass du das hast.
Wir haben bis jetzt wirklich nur einen guten Kämpfer. Und das ist Sono, also vom Melee-Skill her. Oder? Ach ne, und Sacred, stimmt, der hat auch 2 Sterne in Melee-Skill. Und 3 in Erschöpfung, das ist so insane. Also, dafür, dass der einfach eine Karawanenhand ist, ist der richtig gut. Ein Brave hat er auch noch, einfach für mehr Resolve. Ja. Warum ihr euch jetzt vielleicht fragt, warum ich hier die Dolche ausgerüstet habe, den Leuten. Das ist, wenn man mal eine bestimmte Rüstung haben will, dann versucht man eigentlich alle anderen Gegner zu killen. Bis der mit der Rüstung übrig ist, dann stellt man sich komplett drumrum und nimmt die Dolche raus und sticht ihn dann ab. Weil man, je weniger die Rüstung des Gegners kaputt ist, desto eher kriegt man die. Wenn jemand eine richtig gute Rüstung hat, versuchst du halt so, die Rüstung zu kriegen. So, und dann würde ich einfach sagen, wir akzeptieren diesen Contract hier einfach direkt. Und bringen nach Westernholz. Was wir immer wieder haben. Gehen wir aber bei Gelbstadt vorbei vorher. Gibt's halt Wein jede Menge, sogar 2-mal das Weinding. Ist halt dann das doppelte Weinmenge, wenn du 2 Weingüter hast. Aber ich glaube, es wird nicht wirklich billiger. Das ist so meine Wahrnehmung. So. Wir könnten jetzt sogar schon einen adligen Bastard uns gönnen, aber der ist gar nicht so viel stärker. Mit 52 bis 67. Der hat halt einen besseres Roll nach oben. Ja, oder wir nehmen einen Krüppel mit. Der kostet fast nichts. Armorer, Tempel, Barber, Taverne. Können wir irgendwas handeln hier? Nutzen ist halt leider nichts, was ihr gut kauft. 600 ist übel teuer. Und 50% Trading Food for 100% more. Aha. Moment, kriegen wir auch für unser Essen mehr? Wir könnten sogar Gewinn machen mit unserem Essen hier. Aber nicht viel, also. Essen ist halt arschteuer hier gerade. Deswegen kostet ja auch ein Wein 337. Die haben nämlich eine Dürre. Aber das ist, bringt uns gar nicht so viel. 2 Handhammer. Heal Damage of 20. Effective against Armor. Bin ich halt noch am überlegen. Armorer. Die sind gar nicht, also doch ein bisschen teurer schon. Damn. Paint Set. A palette of several vibrant colors. A set of brushes can be used to paint common shields in your company's colors. Oh. Paint Set ist also ein Mix aus allem. Hier gibt's noch Metal Plates. Und Terrified Villagers. Na gut. Und achso, wir dürfen bloß, Xander, für dich, wir dürfen bloß einen von diesen Contracts hier annehmen. Also wir können hier nicht, aber ich vermute, das hast du schon mitgekriegt. Wir können nicht irgendwie die stapeln und dann ringsherum überall die Aufträge abschließen. Das ist verboten. Ich habe gar nichts zu trinken heute mir geholt. Aktuell sind wir halt noch am grundlegend ausstatten. Leute verbessern. Leute verbessern ist so ein großes Ding. Tage, 8 Tage. Medical Supplies für 219 ist, glaube ich, okay. 219 auch für die hier. Können noch mal ein paar Bandagen mitnehmen, auf jeden Fall. Damit wir Blutungen nämlich im Kampf stoppen können. Ich glaube, ich würde auch Medical Supplies und Tools and Supplies nochmal mitnehmen. Und dann kriegst du eine Bandage und du kriegst eine Bandage. Du hast schon eine, du hast eine, du hast keine. So, die Nahkämpfer nehme ich, damit die im Zweifel ihre Blutungen stillen können. Die davon möglichst wenig Damage kriegen. Hier gibt es zum Beispiel noch einen Schlachter. Der ist auch ziemlich gut oder kann ziemlich gut sein. Rape the Crow. Hier gibt es noch mal so einen. Hier gibt es sogar einen Killer on the Run, also einen Mörder, der gesucht wird. Oder ein Hunter. Hunter ist ein arschteuer. Können halt richtig guten Ranged Skill kriegen, im Vergleich zu einem Poacher. Also, ganz anderen Niveau. Oh Gott, gibt es hier. What? Wie viele Hunter es hier gibt?
sogar einen für 1000. 1090. Das ist aber 20 pro Tag. Adelmar One-Shot. Aha. Ich glaube, das Geld will ich gerade nicht ausgeben für den Hunter. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nichts zu kaufen, was ich gerne kaufen wollen würde. Nee. Aus. Munition kriegt man ja auch noch ganz günstig, aber Munition haben wir mit 44, glaube ich, aktuell noch genug. Wir verbrauchen nicht allzu viel Munition gerade. Am Stück. Dass es da keine Fälle gibt bei den Hütten. So, und hier sieht man das übrigens mal. Hier, Contract ist locked. Wir sind nicht bekannt genug. Deswegen, aber hier gibt es dann für andere Dinge, wie zum Beispiel nochmal einen Rüstungsschmied. Holy shit. Er hat nochmal ein bisschen mehr hier. Ein bisschen fettere Sachen. Er hat vor allem... Ach nee, der hat auch normale Rüstung. Er hat hier 150er... 150er, 285er Rüstung. Höchste. Und entsprechend auch die passenden Helme dazu mit 265er Helm. Ja. Ja, ja, ja. Das wäre ein cooles Schild für uns. Der Shield. Muss aber noch nicht leisten. Ich kann entsprechend auch mehr Leute anheuern. Messenger. Der müsste eigentlich ganz gut Ausdauer haben, oder? Jemand, der abgehauen ist. Prentice. Ein Spieler. Spieler sieht jetzt nicht so gut aus in allem. Außer ein bisschen Range Defense, die er kriegt. Sonst sieht's schwierig aus. Minenarbeiter. Müller. Brawler. Nobel, der enterbt wurde. Hey. Edge Knights sind auch sehr, sehr gut. Edge Knights sind auch ziemlich gut, aber die Aufdecker sind, glaube ich, noch ein bisschen besser. Weil die halt einen super hohen Base-Melee-Skill kriegen können. Die Tire Soul hat auch einen super hohen Base-Melee-Skill. Deswegen ist der schlechter. Ja, weil er kaum Ausdauer hat. Fatigue. Nur 80 bis 90, während der hier 105 bis 110 Base-Fatigue hat. Also 25... eventuell mehr. 25 bis wenn es beide ideal rollt, 90 zu 110 sind es 20 Fatigue mehr. An der. Aber der kostet auch ziemlich viel. Nee. Weaponsmith. Haben wir hier so? Haben wir hier irgendwas, was ich haben will? Besseres Einhandschwert. Hier sind das der Stufe 3 Speer. Wir haben ja hier die Stufe 1 Speere, das ist der Stufe 2 Speer, das ist der Stufe 3 Speer. Fighting Spear. Jetzt ein Flail, der kostet aber ganze 2000. Können wir uns zwar kaufen, aber das will ich glaube ich gerade nicht. Puff. Fighting Axe, das ist die Stufe 3 Axt. Two-Hand Hammer, Pole Hammer. Hat 2 Range als Hammer. 60 bis 90. 60 bis 90 Two-Hand Hammer ist schon heftig. Zwei-Hand Flail genauso. Die sind schon ziemlich übel, was sie an Damage drauf haben. Aber sehe ich uns hier jetzt nicht. Ja, normalerweise kriegt es eigentlich Kämpfer, die man so trifft. Aber anscheinend sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir relativ viele Sachen geklärt haben, weil wir im gleichen Gebiet unterwegs sind und dann ist das entspannter. Mit dem wurde was geklaut, wenn ich es richtig im Kopf habe. 290, we need to be paid more for this. Da habe ich auf 300, habe ich 10 mehr. Follow the tracks, genau. Return some ceremonial stuff to Western Halls. Das können wir jetzt aber wirklich accepten und einfach direkt machen. Ah, da. No one likes a skinflint, least of all. Though. Wir haben jetzt eine Battle-Standarte bekommen. 1000 Kronen. Ah, geben wir nur aus. Und wir haben Renown bekommen. So, das heißt allerdings, wir haben jetzt... Wo ist er denn da? Das ist nämlich eine Waffe, tatsächlich. 50 bis 70. Also hier eine bessere Version davon. Und damit können wir immer noch pieksen. Moment, haben wir dann 2er Range mit? Ja, genau. 2er Range. Also mit dem hier könnten wir nur striken.
was 2 Entfernung trifft. Damage to Armor, 5% Chats Hit. Ja, ja, okay. Und hier haben wir allerdings das gleiche, aber plus 10% Hit Chance, also wir treffen damit besser. Machen wir, glaube ich, mehr Armor Damage, oder? 44 bis 77. Hier haben wir nur 50 bis 70. Hm. 0 bis 21 Ignos Armor. 0 bis 21 kann ich nur Armor. Fliegt 40 bis 70 Hitpoints. 6 AP, 15 Fatigue. Ja, das ist ziemlich ähnlich. Wir haben hier ein bisschen mehr höhere Hitchance. Dafür machen wir weniger. Können wir im Top Roll weniger Armor Damage machen. Aber der steigert damit unsere Kampfmoral. Weil wir mit unserem Banner reingehen. Und der sollte trotzdem ganz gut treffen, glaube ich. Warum jetzt die Musik aus ist, weiß ich nicht. Fragt mich nicht. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier Spuren verfolgen. Wo was geklaut wurde. Zum Glück hat es nicht geregnet, oder zum Glück regnet es hier nie, deswegen sind die Spuren ewig weit sichtbar. So, C7 Thieves. Thieves sind einfach nur 7 Brigand Thugs. Das ist relativ entspannt. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Das sind die niedrigsten von den ganzen. Würde ich am liebsten hier trotzdem kämpfen, sicher ist sicher. Die dürfen eigentlich noch nicht rankommen. Und die müssten genauso schnell laufen wie wir, also genauso weit meine ich damit. Von daher sollten wir vorhin kurz hier hinten weglaufen können und uns aufstellen dürfen. Dass wir hier den... Er hat irgendwie immer eine schlechte Moral. Er ist immer auf Wavering direkt. Der Anatomist. Während die hier auf mit blauen Fahnen sogar, die sind hier auf Confident, ne? Das ist richtig nice. So. So. Stellen wir uns hier oben drauf. Warten, weil wir noch schießen können, die Runde. Also ich kann einmal warten pro Runde auch, wenn ich jetzt hier spiele. Und wenn ich da warte, kann ich halt, ne, wenn die was machen, könnt ihr euch auch warten, wenn die was machen, kann ich dann halt noch attackieren oder reagieren und es handhaben will, nennen will. Soll ich das Tier rankommen jetzt? Du gehst da hoch, damit du den Vorteil hast, weil du Wavering bist. Ich glaube, wir haben nicht, dass sie rankommen. Wäre ganz schön dumm, zum aktuellen Zeitpunkt ranzukommen. So, jetzt können wir noch schießen, weil wir letzte in dieser Reihe dran sind. 84%, let's go. Wir werden nicht mehr nachladen, da fehlen die Aktionspunkte für. Wir sind versteckt, ne? Hidden. This character is hidden in terrain and cannot be seen by opponents unless directly adjacent or attacking them first. Okay. Warten wir mit dem mal ab, was passiert. Mit dem warten wir auch ab. Auf jeden Fall, dass sie halt rankommen. Ebenfalls. Du kannst eine Spear Wall machen. Du lädst nach. Dann gehen wir wahrscheinlich direkt auf dich, ne? 90. So, schon einer raus. Perfekt. Ich hab das Gefühl, ihr geht alle hier hoch. Ihr Schweine. Das heißt, dann müssen wir hier hinten rum und den unterstützen hier oben. Hm, der kann aber noch attackt werden. Jawohl, direkt. Direkt schön die Hand zerstört. Was, glaube ich, einen niedrigen Skill zur Folge hat. Schlagen wir den schon mal kaputt, würde ich sagen. Kaputt! Das ist das Problem, dass ich den hier kaputt schieße, weil der halt hinter einem steht. Runtergehen kann ich nicht mehr. Au! Hört auf alle auf einen einzuprügeln. Das ist gemein.
theoretisch noch dran, die Runde, ne? Aha! Du hast vor allem keinen Kopf mehr. Also kein Kopfschild. 87. Zili rollt eine 100. Er rollt wirklich das maximal, was geht. Ich glaube, bis 100, also... Uff. 90, ja, sehr schön. Wieder schön was kaputt gemacht. Das hat ja gar nicht funktioniert da. Peaks! Ja, der ist, glaube ich, ziemlich done. Der ist auch auf Wavering, der ist so kaputt. Und Peaks macht dich erstmal kaputt. Dann seid ihr nicht mehr so happy. Sehr schön. Der schöne 59 und er flieht. Sacred ist halt einfach insane. Also der hat mit der Standarte so hart um sich geprügelt. Das ist ja fast nicht mehr feierlich hier. Aua! Das ist jetzt nicht cool. Okay, du bist fliegen. Sehr gut. Jetzt sind wir alle drei fliegen geworden, witzigerweise. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber... sind alle drei fliegen geworden. Stellen wir sie mal ein bisschen. Könnten wir eigentlich jetzt auch... oh, der hat natürlich gerade kein schlechtes Beispiel. Aber wir hätten jetzt ein bisschen den Loot optimieren können. Indem wir... sowas hier rausholen. Und uns daneben stellen. Und dann Peaks Peaks machen. Ich glaube, ich dürfte das wechseln. Noch einen Schritt ran. Nee. Noch einen Schritt ran ist dann schon vorbei. Du müsstest aber. Nee, du hast auch keine. Hm. Dann machst du mal nix. Du hast aber noch einen. Wieder gepiekst. Wascht auch ein. Schade, da haben wir nicht getroffen. Wascht auch keinen. Er versucht halt wegzulaufen und stirbt da dran. So, es ist Luminum, aber Level Up. Zwischen wir wieder ein bisschen Loot bekommen. Leider keine einzige Rüstung. So, wir machen mal das Level Up von Lumidon. Oh, wir haben sogar zwei Level Ups. Muss das denn da? Oh. Also wir wollten ihn auf Ranged umbauen. Also auf jeden Fall den Vierer in Ranged. Das heißt, den Dreier in Ranged Defense ist auch gut, weil die Rangy Dudes schießen gerne auf Rangy Dudes. Entschuldigung. Und ich glaube, ich würde die Resolve erhöhen von ihm. So, wenn wir ihn aber nicht in der Frontline haben wollen, braucht er eigentlich keinen Colossus. Crippling Strike auch nicht. Adrenalin ist ganz nett. Würde ich sagen. Oder wir können auch auf Student gehen, dann kriegt er mehr XP. Kriegt halt einfach mehr XP, weil hier oben ist sonst... wobei Adrenalin ist schon ganz witzig, wenn du doppelt attackst einfach. So, Xan, du bist aber jemand, der tendenziell in der Frontline bleibt. Hm. Wie habe ich denn die anderen ein bisschen, die Death Damage, die da gegangen sind, geskillt? Habe ich erst Recover genommen. Hm. Logisch. Ergibt Sinn. Ergibt sogar Sinn. Zwei ist ja gar nichts. Auf jeden Fall den Dreier für die Melee Defense. Die zwei werden wir aber schon noch brauchen. 103, dann werden wir hier noch wahrscheinlich noch weiter scannen, damit er irgendwann gute Rüstung tragen kann. So, Recover, damit er halt weiter kämpfen kann. Mein erstes Portugal-Spiel gewonnen. In welchem Spiel denn, Xan? In welchem Spiel hast du mit Portugal gespielt? Civ 6. Ich besitze Civ 6 sogar in der Grundversion. Ich habe es noch nie gespielt. Aber ich glaube, in der Grundversion ist es auch nicht geil, wenn du Civ 5 als Complete Edition hast. Oh, 300 Kronen. 2400 GPR? Was ist denn GPR? So, wir sind geraided worden, deswegen geht es denen insgesamt nicht so. Oh, die verkaufen aber billig Holz. Per! Nice!
Coffee deswegen billiger? Items for sale, recruits available. Nee, aber Preise sind davon nicht beeinflusst. Finde ich gut. 93 für Fleisch. Ich gönne meinen Leuten mal ein bisschen Fleisch. Gold per Round. Hört sich viel an. Ich habe nur keine Ahnung, ob das viel ist. Septum. Cross between a spear and a pike, making it for good defensive weapon used for thrusting over some distance and keeping the enemy at bay. 55 bis 75. Wait a second. Das ist besser als unsere Battle-Standarte. Können wir theoretisch auch für ihn nehmen. Aber er hat eine Melee-Defense, der Sono. Den sollte man eigentlich schon in der Frontline einsetzen. Den sollte man eigentlich schon in der Frontline einsetzen, wenn er eine Melee-Defense hat. Aber im Endgame so 200 bis 600. Nice. Dann hast du ja ordentlich... Reingelackt ist vielleicht der falsche Begriff. Warum ist denn das hier so geil? 25, 100% Effective Against Armor. 30 und 100 hat das Ding auch. Aber ein bisschen besser? Ne, 25 und 100. Okay, sind ignoriert. Chance to Hit Head plus 5%. Hat das hier nicht. Let's receive 10% of the resolve of the character holding the standard as a bonus up to a maximum of standard bearer's resolve. Wir müssen eigentlich bei ihm jetzt bei Sacred of Resolve gehen, tatsächlich mit. Einfach, weil wir hier einen dicken Bonus kriegen. Verkaufen sollten wir hier, glaube ich, nichts. Wir haben jetzt hier gerade günstig Holz gekauft. Was hier noch zu tun? Das ist doch wieder was. Das ist, glaube ich, irgendwie müssen wir was abfangen. Die werden überfallen und wir müssen die verteidigen. 960 Kronen. Okay. And it's outskirt from raiding parties. Da könnte sich einige Viecher kommen. Da kommt ein bisschen drauf an, was kommt. Ich speichere mal wieder. Man weiß ja nicht. Da kann man nämlich Risiken eingehen, wenn wir speichern. Kann man nämlich uns die 960 gönnen. Also müssen hier ein bisschen campen. To walk along the road. Okay. A throng of ragged looking men speed past you. They clear off the path and jump down into an embankment and hide behind a wall of bushes. With the shrubby still swaying, another group of men soon appears before the first man even speak. You already know what's coming. Apparently, some laborers had agreed in union to abandon a project over what the pursuing overseers simplify as issues. He asks if you have seen these ne'er-do-wells. Okay, wir könnten jetzt, wir haben uns, okay. Arbeiter sind abgehauen. Weil sie irgendwie schlecht behandelt werden, würde ich mal sagen. Und die werden jetzt gesucht. Wir könnten denen jetzt helfen. Also den Aufsehern. Da wird man wahrscheinlich, ich hoffe mal, Geld kriegen, wenn überhaupt. Oder wir können dann sagen, wir kriegen sie nicht. Dann weiß ich nicht, das ist... Das ist eine schwere Frage, weil in meinem Kopf geht gerade vor, moralisch würde ich sie nicht verraten. Auf der anderen Seite, das ist ihre Arbeit, sie werden dafür bezahlt, das zu tun. Also, warum sollten sie das, also, entweder kündigt halt und geht woanders hin, weil das sind ja meistens eh noch Tagelöhner in der damaligen Zeit. Oder, also, sind Tagelöhner, geht halt einfach nicht wieder hin. Aber, was haben sie davon abzuhauen? Außer es sind Sklaven, aber das sind, glaube ich, jetzt keine Sklaven. Ich glaube, Sklaven gibt es eher im Süden. Also, Laborer had agreed in union to abandon a project or what the position of simplifies issues. Ja. Finde ich das so eine schwere Entscheidung. Menschen gehen nicht einfach so von ihrer Arbeit weg, würde ich mal sagen. Deswegen würde ich sie einfach nicht verraten. Gibt immer Gründe, warum man, wenn man bezahlt wird, das nicht mehr machen will. Und habe ich keine Ahnung, wo sie sind. All of the overseers take off
in the wrong direction. Except one, he stands still by the roadside looking down the embankment. For a brief moment you consider taking a cool blade across his neck, drawing the words out of his throat instead of his mouth. The man quickly turns to his comrades and yells and points down the hillside. Sending their being seen, the laborers dash out of the bushes, going this way and that. They must be malnourished for most move with the speed of a skeleton climbing a flight of stairs. Okay, hier kriegen wir also kein Essen. In No Man's Sky rein gibt's wieder ein großes Update. The ensuing battle is rather gruesome and uncalled for. The overseers being quite punitive in their capturing measures. When it's all said and done, they begin to depart just as quickly as they came. The laborers now tied up in rope and their heads covered with sacks. Das hört sich für mich eher in Sklavenhandel an. Aber hab das zuletzt Februar 2022 gespielt. Before he leaves, the head overseer shares a word of contempt for you. With your blade slowly coming out of its sheath, you ask the man if he has anything else he wishes to add. He spits and shakes his head. Aha. Also sie wurden eh erwischt, konnte man nichts ändern. Und die Aufseher mögen uns jetzt halt nicht. Na gut. Passiert. Können wir jetzt schlecht ändern. Normalerweise wird hier nachts geradet. Sollen uns vielleicht irgendwie hierhin begeben. Weil wir sollen die Outskirts ja verteidigen vor allen Dingen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie von Osten kommen. Prepare for battle and protect the town. To arms. Okay, wir haben ein neues Vorhaben, was wir noch vor der Schlacht jetzt aussuchen dürfen. Wir können die Stärke der Kompanie auf 12 Mann anheben. We shall get rich under the blazing sun. Travel south with the southern city states and find employment there. Take on and complete contracts for the ruling elite. Ja, ich, für die Südstaaten, weiß ich nicht, bin ich nicht so ein Fan von, weil da gibt's echt fiese Ekelgegner, die mit Sand werfen und so einen Scheiß. Trading between towns, buy and sell 25 items of trading goods, such as furs, salt or spices. Buying them in small villages that produce them and selling them in big cities will earn you the most coins. Some trading goods are also exclusive to certain regions, like the southern deserts, and selling them in other parts of the world can further increase profit margin. Okay, fame and fortune, fighting before crowds that chant our names. Okay, die Arena in den südlichen will ich nicht machen. 12 Mann oder, ja, ich glaube, ich würde eher handeln einfach. Weil wir haben eh schon jetzt zwei dabei. Und wir wollen eh Gold machen, also das machen wir eh nebenbei mit. Wo sind sie denn? Hä? Die sind nicht, die sind inside? Oh, what? Da sind sie. 5 Mann. Engage. Habe ich fast gefailt, glaube ich. Soll jetzt nicht ran, oder? Soweit. Was du machst, überlege ich mir noch. Ihr seid so weit da oben. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Du musst mal da ran, Sono. Wir sind zu langsam, ne? Ihr müsst weit laufen. 82? Nice, gönne ich mir. So, du kriegst direkt wieder besorgt. Oh, scheiße. Ah, da kommt noch einer, den wir verprügeln können. Ah, dafür kriegt er es aber auch auf die Fresse. Schon direkt wieder die Rüstung durch. Das ist da richtig doof. Okay, wir müssen uns hier nach oben verteidigen. Und verstecken dich mal.
Haut ab. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und den schon mal raus. So, wartest mal ab. Wir könnten eigentlich... Ja, du wartest auch mal. Wir lassen dort ein bisschen mehr rankommen. Du bist versteckt, du wartest deswegen ab. Du bist, glaube ich, der gefährlichere von den beiden, oder? Wobei, du kannst stun. Aber du hast keinen Helm. Weiß ich nicht. Gehst mal einen Schritt raus, damit du aus der Reichweite von dem hier rauskommst. Gehst jetzt einen Schritt rein. Jawoll! Ah, direkt das Köpfchen weggehauen. Killed. Hat einfach gekillt. Straight up. Kill. Boom. Sacred. Weg damit. So. Du kannst doch jetzt eigentlich eine Falle, eine Piekse-Falle machen, oder? Ja. Tada! Piekse-Falle. Und dich piekst mal auch zu Tode, würde ich mal behaupten. Schade, das war eine 89er, ey. Hat 93 gerollt. Dann müssen wir halt damit kaputt pieksen. Okay, der rennt weg. Perfekt. Goddammit, komm da doch ran. Wurfechse, da bin ich aber voll dagegen. Da bin ich aber richtig dagegen. Der ist zum Glück relativ spät dran, oder? Ist gar nicht mehr dran, ist noch besser. Müssen wir sich erstmal aus dem Ranged-Modus wieder rausnehmen. Eine 71, komm. 71 und er rollt 72 und 84. Das ist doch scheiße. Ist doch scheut. Geh weg. Hörst du auf meinen schönen Menschen dort einzuschlagen? Ah, und Sono hat keine Ausdauer mehr. Das ist ja natürlich blöd. Wir haben ein schweres Terrain, deswegen kann ich hier nicht so gut rumlaufen. 89. Und es wird eine 90 gerollt. Ach, komm schon. 89 und er rollt 90. Ja, und du machst das natürlich dann mit deinen 17 und 5er Rolls, Lumidon. Lumidon, the Piekserich. Na, der vierte Hit, Xan. Wir müssen das nochmal irgendwie üben, wie man trifft, ne? Wenn du eine 71 hast und 99 rollst hier. Müssen wir nochmal üben. Ja, und Sacred Hit trifft auch mal wieder. Sehr schön. Finally. So, wir können... Ne, da haben wir wieder nix. Dann glaube ich direkt schon mal auf die... Aua! 25 Damage suffered sprained ankle. Wait, der hat zwei Hits gemacht. Apron. Achso, 41, weil die Rüstung kaputt ist. Der hat nämlich eine gute Rüstung tatsächlich. Da hätte ich eigentlich ganz gerne die Rüstung von ihm. Kann ich jetzt nichts machen. 51, komm schon. Ach, Mensch. Du
hast halt auch keinen, ne? Wir umstellen dich komplett. So, jetzt bist du schon mal wavering. Lumidon ist tot. Ach, scheiße. Und du hast nicht genug Ausdauer, um mal ein bisschen länger zuzupieksen. Und du darfst aber auch nicht moven. Aha. Scheiße. Ich wollte doch nur... Oh, ich wollte nur die Rüstung haben. Als ob 64er, 63, 64, 64, geht alles daneben. Alter, what the fuck? Finally. Ja, Lumidon ist gestorben. Aber wir haben die Rüstung bekommen, die 110er. Aber wir haben Lumidons Rüstung nicht. No! War echt schon eine gute Rüstung. Dammit! Waren sie mal verletzt? Das ist viel schlimmer. Weil wir noch eine zweite Truppe haben, die wir platt machen müssen. Hier, du kannst mal den nehmen, wenn du überhaupt wieder eine Rüstung hast. Machen wir so nur an die Seite. Du hast eigentlich einen 61er-Skill. Ich werde den richtig guten Skill. Das bist schon du, Sono, ne? Kriegst du mal einen, aber du bist nicht der, nee, du bist nicht der Head, der Headbutter. Mal das, weil das ist eine bessere Version deines Stun-Batons. Das ist denn der Kopftreffer? Du bist der Kopftreffer. Du hast aber gar nicht so einen guten Skill zum Kopftreffen. Das ist, glaube ich, nicht so geil. Wirst du dann sehr, sehr selten treffen, so generell. Außer gegen Schild-Boys. Many Brigand Thugs, let's go. Aber wir brauchen eigentlich den High Ground hier. Okay, die haben wenig Schilde dabei. Der ist ein bisschen gefährlich, weil der schnell die Rüstung platt macht. 62, 67. Dann kann ich schon nicht mehr laufen. Das ist ja alles schweres Gelände, das kommt hier glaube ich nicht ran. So, so, du bist da hinten am Chillen. Und du kannst glaube ich auch da chillen bleiben. Du musst mal unseren Range-Dude mit beschäftigen. Verteidigen meine ich. Wir warten erstmal ab, was hier passiert, würde ich sagen. 93, yes! Yes, 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 yes. Oh, da kommt noch jemand angelaufen. Den habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Sehr schön. Das ist sehr gut. Wir warten nochmal ab, ob jemand noch rankommt. Da kommt noch einer ran. Du kommst ran. Sehr gut. Dann kriegst du dann gleich unseren Flail ins Gesicht, glaube ich. Das bringt dir, glaube ich, nicht. Oh, du kannst oben rumgehen, ne? Komplett an der Rüstung vorbei. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Wenn wir keinen mehr gut treffen können. Oh, schieß mal wieder den da vorne weg. Auch okay. Oh, nö. Ich dachte nicht, dass sie so nah rankommen. 60, 57. Kriegst du halt meinen Flayer ab.
Dann kann ich nicht mehr attackieren. Ugh. Hör auf, mein Flail-Dude zu hämmern. 72, der macht fast keinen Damage. Er hat sogar den Kopf getroffen. 18 Schaden und den Body für 4. Ach, Gambasam für 18. Können wir noch mal kurz abwarten? Du bist noch dran, ne? Wer bist du? Du bist der da. Du bist nach ihm dran. Dafür sich die Rüstung komplett ignoriert, ist glaube ich ganz okay. Du bist Xan. Du bist eigentlich doch ganz gut, ne, im Kämpfen, ja. Du sollst also nicht oben. Das verdimmt aber unseren Highground komplett. Das zackt ja nicht, dann müssen wir das so rum machen. Ja, au. Das Blut trifft. So, haben wir den niedergeschlagen? Eine Runde zu spät. Den haben wir auch niedergepiekst. Der will rennen. Der will auch rennen da oben. Sehr schön. Der geht jetzt noch so nun. Okay. Ah, tell me more. Sieht man dich noch? Nicht so aus, ne? Wir nur versuchen, dich anzupieksen. Keiner von uns kann gut rennen. Müssen wir mal ehrlich sagen. Aua! Okay, ist ja richtig gut getroffen. Dich kriegen wir aber noch. Kriegst man dich halt wieder kaputt. Ah! Vor dem ist halt kein Wegkommen, ne? So, stimmen wir uns auch noch mit hier hin. Bluten ein bisschen. Sehr schön. Also Xan. Holy shit. No! Ein toter Solo ist ein großes Problem. Das ist einer unserer wichtigsten Charaktere. Das geht nicht. Das müssen wir neu machen. Das wirft mich so weit zurück, das geht nicht. Das geht nicht. So, dann muss ich halt wirklich raushalten. Aus allem. So, wer bist du? Du bist Xan, du hast gerade richtig hart aufgeräumt. Wir sind eigentlich Engstellen, zwei Stück, die ich hier vor mir habe, ne? Wäre schon ganz cool, die da abzufangen. Und Ricky ist versteckt jetzt. Na geil. So, und du bist Verteidiger. Eigentlich will ich dich, glaube ich, nicht da vorne haben, so richtig. Du bist nämlich komplett alleine, gegen 4. Aber wir müssen eher da hochgehen, wenn hier unten nur 2 sind. Shit. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil die ihn jetzt komplett umstellen können. So, nur kann er nicht mehr laufen. Und du hast, glaube ich, minus 40% Damage inflict. Deswegen hat er so wenig Damage gemacht. Oh, schade. Wäre ein Kopftreffer geworden, wäre geil gewesen. Hey, du kommst nicht ran.
euch können wir nicht schießen, aber versuchen wir auf euch zu schießen. Jawoll! Geil. Ein guter Hit. Okay, wenn ihr nicht mitkommt, dann gehen wir hier hoch. Ja, schön, schöne Verteidigung. Ah, nicht so eine schöne Verteidigung. Aua! Nicht so eine schöne Verteidigung. Aua, aua, aua. Haben den wieder von mitten rausgesniped aus der Gruppe. So, 60% Kopftreffer. Jawohl. 55. Ah, schade. Hör auf mit der scheiß Pike auf uns rum zu pieksen. Triff, machst du da unten mit? Für dich habe ich keine gute Idee, weil ich drück eventuell meine eigenen Leute. Ach komm. Natürlich habe ich jetzt meine eigenen Leute. Ach, scheiße. Da unten sind noch ein 3 jetzt. Jetzt kommt er doch wieder ran. Ja, schön draufgehauen. Ja. Zahn macht irgendwie gerade wenig Damage. Ey, hör auf meine Axt, auf mein Schild kaputt zu machen. Jetzt haben wir halt keine Ausdauer mehr da unten, ne? Natürlich gemein. Hallihallo Jean, wunderschönen guten Tag. So, wir warten nochmal ab. Kommt ihr ran? Wie geht's dir, Jean? Wunderschönen Tagchen. So, du bist auch auf Fliegen. Sehr schön. Müssen wir uns nur noch um die hier unten kümmern. Scheit. Unsere Ausdauer ist hin. Noch 2 Gegner. Und da ist irgendwie auch die Ausdauer hin, also. Okay, er kommt sogar weg. Mist, 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 Mist. Echt abgewartet mit auf unser Shield Wall. 93, 93. Gehen wir auf den, weil der nicht innerhalb der Melee Range ist. Wann das Winteranfall treffen? Damit der nicht dahin gehen wird, möglichst. Scheiße. Die Ausdauer ist halt echt ein Problem, ne? Kommt ja doch wieder zurück, die Sau. Kommt die Sau doch wieder zurück. So, piekst mal den mal erstmal tot hier mitten im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. 76 hier. Dann wechseln wir auf das Dolch. Aua! Aua! 47er rollt er zweimal rein, ey. Die Sau. Zweimal rollt er eine 47, dass es hinkriegt, ey. Jawohl. Machen wir den da. Der ist auch gut dabei. Der ist, glaube ich, wieder fliegen, ne? Yes. Vollidiot. Hat schlechte Moral, kommt wieder rein und wird direkt wieder auf Fliegen gesetzt. So, jetzt setzen wir uns aber mal hier schön drumrum. Ja, hab ich nicht genug, AP, ne? Dammit! Jawohl. Peaks, Peaks, Motherfucker. Hier haben wir keinen Peaks, Peaks, Motherfucker. So, dich haben wir mit auch down, sehr schön. Run them down, ich will ja die Sachen von denen haben. So, du kannst fertig machen.
Jupp. Jawohl. Wird schön zwischen die Schulterplatten gepiekst hier. Yes. Der Kampf war gut. Und da haben wir noch eine gute Rüstung. Mit 70. Crossed the field, yet some reason to spur with the energy. The ghastly hills of dead only remind you of the vitality you've yet to yield a horrid world. Aha. Okay. 110 haben wir hier. Mal kurz sortieren. Hier haben wir eine 80er, hier haben wir eine 70er Rüstung. Das ist, glaube ich, eine 55er. Dann kriegst du mal die 80er. Haben wir hier in der Frontline nämlich ganz gut fertig. Minus 8 Fatigue. Ich glaube, die können wir uns nicht leisten. Bis jetzt war das, glaube ich, so ein Ding. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Level-Ups. Und wir können natürlich auch einen Jorn hier mit reinnehmen noch. Bei der nächsten Gelegenheit. So, Range plus 4. Let's go. Range Defense plus 4 ist auch richtig nice. Hier ist Tiger. Fatigue haben wir, glaube ich, jetzt keine Probleme mehr. Initiative. Wenn wir zuerst dran sind, ist, glaube ich, auch ganz geil. So, und wir wollen hier auf jeden Fall einen Crossbow und Firearms Mastery haben, weil wir kriegen mehr Damage und 6x Points reload and can be fired every turn instead of every other turn. Hand Cannons. Okay, Hand Cannons ist nicht das Problem. Aber wir kriegen auch weniger Fatigue von denen. Von daher ist das ziemlich gut. So, und bei Sono, jetzt yes, plus 3 sind wir auf 70 Skill. Das ist gut. Plus 3 Defense Skill. Plus 4 HP. Plus Fatigue. Ja, plus Fatigue wäre besser. Nicht noch ein Fatigue, einen Fatigue-Bonus irgendwie. Swap. So, Sono. Ja, ich könnte auch. Gibt. Ich glaube, ich wollte sowieso für die Mace gehen. Für die Hammer wollte ich eigentlich gehen. Ne? Mace Mastery, Hammer Mastery. Mit der nämlich die Rüstung von Gegnern zerhämmern kann. So die Idee. Ich könnte aber auch für Mace Mastery gehen, dann kann er sehr zuverlässig stunnen. Puh. Oder ich spare mir einfach den Skillpunkt kurz auf. Würde ich mal sagen. Muss ein kleines Momentchen, weil ich habe noch gar keine passende Waffe. Ich habe keinen. Also ich habe hier nur diesen Hammer. Weil einfach eine Pickaxe ist. Die halt unglaublich viel Schaden gegen Rüstung macht und danach einfach gar nichts mehr. Nicht ganz optimal ist, ehrlich gesagt. Was nicht so ganz optimal ist. Wir werden auf jeden Fall einiges mal verkaufen müssen. Ich meine, die haben wir jetzt noch. Ist noch keine. Zack. So, jetzt haben wir aber bei jedem Frontliner. Bei jedem tatsächlich einen Dolch. Jetzt hat jeder von uns einen Dolch. Perfekt. Das ist sehr, sehr gut. Und wir holen uns hier mal das Geld ab. 960 Kronen. Ja, damit ist leider Lumidon draufgegangen. Lumidon müssen wir jetzt schon irgendwie ersetzen. Boah, durch einen Poacher für noch einen Range. Dude, auch einen guten. Könnte man schon machen, ne? Aber nur, wenn er halt einen guten Ranged Skill hat. Puh. 3 Sterne in Resolve. Teamplayer. 3 Sterne in Resolve. Das sehe ich irgendwie nicht. Der hat fast den Minimal-Roll verranged und hat in Resolve. Nee, das ist übelster Bullshit. Nee. Den nehmen wir nicht. Den nehmen wir nicht. Wir brauchen 23 Tools, um unsere Sachen zu fixen. Das ist echt viel, dafür, dass wir nur 64 haben.
Schade, schade, Schokolade. Pain Remover ist wurscht. So andere Dingens hatten sie nicht. So, das muss man irgendwo wieder verkaufen gehen für euch war es doch, ne? Rebuilding Effort Sandstadt. Ihr hattet richtig dick Holz. Holzpreis. Würde ich einfach sagen, gehen wir dahin zurück. Dass die Schmelzer an Erzfeste sind, ist ein bisschen doof. Können wir natürlich schon für 50 plus verkaufen. 18. Und ja, 18 ist glaube ich schon okay. Können wir die Sachen hier verkaufen, die wir nicht mehr haben wollen. Wir hatten doch jetzt einen besseren Flay, ne? Einen Tier 3 Flay schon. Ja, 25 bis 55. Während das hier... Ja, die schlechtere Version. Die ganzen brauchen wir, glaube ich, nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die ganzen 75, 79. Die ganzen schlechten Speere brauchen wir nicht. Wir brauchen auch nicht viele Schwatter. Wir haben hier einen besseren Maze. Brauchen wir auch die nicht mehr. Oh, und so viele Schilder brauchen wir eigentlich auch nicht. Dat. Eine Axt werden wir, glaube ich, nicht geben. Ein Battle Axe oder sowas. Jemanden. Würde ich auch verkaufen. So. Ja, Essen. Essen haben wir jetzt jede Menge tatsächlich. Wir Haufen Fleisch haben wir aber irgendwie Fleisch gelootet, glaube ich. Ich aber direkt nochmal Tools und Supplies mitnehmen für 250, ist es nämlich okayisch. Da werden wir jetzt 23 verbrauchen. Gibt es hier noch jemanden, den wir mitnehmen wollen? Den Messenger. Disowned Noble. Der ist aber super billig. Er hat fast keine Ausrüstung, aber er hat eigentlich ganz gute Skills, ne? Würde ich sagen. Cast to Combat Noble. Auch aber 20 pro Tag. Duell bezahlen wir 101 für 7 Leute, nee, für 6 Leute. Und der. Das ist schon. Ja, aber dafür. Ich würde gerne mal tryouten. 60, Brave plus Resolve. Not Killed Survivor. Boah, hat halt ein Initiative-Ding und fast kein Resolve. Aber 60 Milliskill als Bates. Ich glaube, das können wir uns noch nicht leisten, unseren aktuellen Magus-Ding-Bums. Durch ein Problem. We paid for choosing his allies poorly in a war of secession. Falk was branded with a symbol of shame and cast out from his lands. A skilled fighter he may be, but Falk rarely talks about anyone but himself. Ja, ein Spieler, Prentice, Caravan Hand. Dass der halt nur 60 gerollt hat, ist echt schade. Also es ist average, aber es ist trotzdem schade. Geiler gewesen wäre. Ein Desert, der hat noch weniger Resolve, weil der ist halt immer Ravering und sowas. Glaube ich nicht haben. Caravan Hand. 57, 57. Und hat einen hohen, an 3 Sternen in Resolve. Hate for Undead. Und Drunkard. Der ist immer besoffen. Macht aber dafür mehr Damage. Ach komm, dann bist du jetzt Jean. Wir hoffen, dass du lange genug überlebst. Wait a second. War nicht gerade besser? Achso, ich habe das nicht eingerechnet. Der minus 5 Milliskill. Scheit. Gut. Dann halt doch so. Wir haben keinen richtigen Helm mehr. Aber wir haben noch einen. Das. Boah. That's it, basically.
That's it basically. I'm Xili, Ricky, Xan, Bono, so mit Abstand der höchste im Level. Weaponsmith. Hier müssen wir doch dann eigentlich einen Warhammer haben. Frage ist aber so, ob das dann überlebt. Ich glaube, er hat nicht die nötige Rüstung dafür so richtig. Obwohl er eigentlich insane viel Rüstung hat. Puh. Für 3000 kriege ich den Hammer, Alter. Arsch. Fucking Arsch. Ich hätte nur sonst 1400 für den Military Pick aus. Das will ich aber auch nicht. Nee, da sehe ich mich irgendwie nicht. Bei dem, was die hier haben. Training Hall, Tavern. Hier, wir geben mal wieder einen aus. Armorer. Ich glaube, wir müssten Sono irgendwie einen besseren Helm spinnen. Jetzt wir müssen generell schon einen Helm spendieren. Sono hat einen 105er Helm. 130. Ach, sind das sortiert? Preis? Was fängt mit einem billigen Helm an? 469, ein 100er Helm? Ja, ne? Fängt mit dem billigen Helm an. Kaufen wir mal, wenn wir Jorn einen ordentlichen Helm hat. So. Wobei. Vielleicht geben wir erstmal unseren Leuten, die schon ein bisschen gelevelt sind, die guten Helme. Und Jorn kriegt dann halt den. Ja, zumindest 40 statt 30. Besser als nix. Besser als nix. So, kaufen will man sonst hier, glaube ich, nix, weil das eine Stadt ist. Da ist immer alles so teuer sonst. Ach, nie. So, was ist eigentlich ein Filzmoos? Geht hier was ab? Ah, das ist kalt. Bisschen kalte Füße. So, in der Taverne, hier haben einen Fletcher. Hier wollte ich einen besseren Crossbow kaufen. Weil das kostet wieder 1200. Ihr wollt kein Holz haben. Jetzt habt ihr hier. Fine price for your work. You receive 700 crown and the contract is done. Accept your offer. Hunter what terrorizes. Okay, die haben hier diese Villagers. Oder ein Paket. 60 und 260 und der Job ist dann. Bergau baut Daythaus. Wir wollen, glaube ich, sogar nach Bergau in die Richtung, ne? Bergau ist ganz unten. Das ist nicht so weit, wie wir wollen, aber wir wollen natürlich hinter einer Sandstadt. Und unsere Leute, glaube ich, noch nicht so richtig wieder erholt sind. Ah, ja, nee, hier. Sono geht's richtig gut, richtig nicht so gut. Würde ich mal den Delivery nehmen. Ja. Der ist ziemlich entspannt. Ich würde ein bisschen Geld machen nebenbei. Hermann the Merchant in Bergau. A day to the south by south. Also S und TH in einem Wort zu sprechen ist irgendwie oder einer Silbe ist irgendwie nicht so einfach für mich. South by road. Ich weiß nicht, wie das für euch aussieht. Jetzt ist nämlich natürlich nachts. Das ist natürlich absoluter Müll. Wir wollen nach Sandstadt, let's go. Hätten wir uns ein paar Minuten sparen. Wir sind am Tag 27. Steppknechts. Können sie echt Spinnen angreifen? Spinnen fürs Paket abliefern? Würde mich arg wundern. Hier geht's ja richtig rund. Diese Ohr. Hier haben wir jetzt richtig schön viel Kohle gemacht. Nice. 475 für Farben. Ist sogar gar nicht so schlecht. Los. Quality Goods. Quality Goods for Sale. Könnt hier noch das. Bei den 1 bis 4 Tagen sowieso. Die so nochmal heilen. Gibt's auch einen Armorer. Boah, hier könnte man relativ günstig tatsächlich Rüstungen kaufen. Und Leute, gibt's hier wieder Caravan-Hands, Killer. Gibt's einen Ersatz für Lumi. Dabei noch eine ganz andere Sache auf. Bock. Okay. 54 bis 64.
55. Der Händler ist halt richtig gescheit, ne? Wobei. Ach nee, ist ein Barde sogar. Ist nicht ganz klar, was ein Barde macht extra. Was der Barden Hintergrund macht. Was. Eunuch. Warum ist denn das ein Krabbenbild? Ah nee. Eine abgebrochene Möhre ist das für ein Eunuch. Wie geil ist das denn? wie geil. Ein Barder oder ein Händler? Vermut mal, wenn du ein Händler dabei hast, kriegst du bessere Preise beim Handeln. So meine Vermutung. Aber der kann halt sonst nichts. Das will ich jetzt mal wissen. Ob der Händler bessere Preise beim Handeln bringt. Safe Campaign. Safe. So, wenn ich den jetzt kaufe hier. Ups, falsches Menü. Da will ich hin. Ja, wo haben wir denn den Händler? Da. Wir sollen wissen, was der Händler kann, also was der Bart. So, der Händler. Das bringt leider gar nichts. Und wo haben wir jetzt den anderen hingeschmissen? Da. Stun on Hit. Aha, das zählt zum Stun. Und das bringt halt auch nichts tatsächlich. Das ist natürlich schade. Sollten wir mal kurz die Pain. Und ich muss mal kurz auf Toilette mir was zu trinken holen, auch wenn wir nicht mehr ewig machen. Aber es drückt gerade sehr. So, da bin ich wieder. Zurück. Da uns das nichts bringt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir. Warum immer noch 0 von 20? Wir müssten. Oh, das zählt nicht. Das, weil wir es vorher gekauft haben. Das ist ja gemein. So, wir könnten jetzt. 3 könnten wir uns leisten. Wir müssten es aber auch wirklich mit Gewinn relativ bald wieder verkaufen. Aber ich würde erst nochmal nach Bergau gehen und gucken, was da abgeht. Das Geld nämlich einstreichen. Wir können ja auch Salz kaufen. Ist hier ja auch relativ gut. 260 Kronen. Salz für 323. Das hört sich sehr, sehr geil an. Weil das unter dem normalen Wert ist. Und Salz, glaube ich, sich gut verkaufen. 3er, Ragnar Guildmaster. Genau, 170 Kronen advance, 670, when the job is done. Accept your offer, follow the tracks near Berg, return home. Das hört sich eigentlich ganz okay an.
Mason. Wie geht's meinen Leuten inzwischen? Dono ist immer noch verletzt. Ich will heal by tomorrow. Minus 40% Damage inflicted. Das ist eigentlich okay, weil er ist ja eher zum Stun da. Er ist ja eh zum Stun da. Knockout, knock over and strike down have 1% chance to stun the target if not immune. Knockout? Knockout. Knock over and strike down. 100% chance to stun. Das ist eigentlich auch geil. Bleeding damage inflicted by cleavers and whips is double to 10 and 20 per turn, respectively. Oh, Peitschen machen mehr Blutungsschaden? Ich keine Ahnung, wo ich den übrigens reinskillen will hier. Welche Waffen-Mastery. Ich würde eigentlich schon sagen, dass wir das machen können. Hört sich eigentlich machbar an. Let's try. Follow the tracks. Okay, es geht um Kaufen. Hier oben links. Gar nicht so sehr am Verkaufen. 6 Diebe. Wir haben ein paar Raider. Die Raider haben gute Rüstung. Lieblichen! Ich will euch doch nur das Zeug wieder abnehmen, was ihr geklaut habt. Nicht bis Nacht. Vor Nacht. Been sold off by brigands to a pale man in black. He glares at you before anyone else. His black eyes narrowing on your company in an instant. Was? What? Ich hab's nicht rechtzeitig gekriegt und die haben es an einen Nekromanten verkauft. Ja, geil. Aber zumindest noch nicht Tag. Noch nicht Nacht. Wir wollen hier hoch auf jeden Fall. Das ist ein. Was ist denn das? Okay, die Raider mit den. Mit dem sollte man Flail Dude übernehmen mit. Die Nekromanten müssen wir später angehen. Die können wir. Hier können wir eigentlich jetzt schon angehen, oder? Wir warten noch mal kurz, wo der hier hingeht. Wir sollten uns aber insgesamt eigentlich schon zurückziehen. Damit wir diese Position hier hinten auch sinnvoll benutzen können. Das heißt, du musst eigentlich auch zurück. Du musst auf jeden Fall warten, dass sie rankommen. Oder sollten wir nichts tun? Du sollst auch warten, dass sie rankommen. So, jetzt muss ich mir wahrscheinlich auf die hier relativ bald draufstürzen. Weil der da oben hat ja 2 Range. Das ist nicht mein Schild, oder? Würde ich mal sagen, ruf da Tettere. Nee, ich sollte warten, bis mein Fernkämpfer geschossen hat, bevor ich ruf da Tettere mache. Damit ich nicht im Weg stehe. Jetzt nehme ich. Sehr schön. Jetzt kann ich da Ruf der Tätere machen. Der Nekromant könnte ein bisschen ärgerlich werden, weil er die Leute halt wiederbelebt. Shit, ne? Müsste ich hier hingehen, um angreifen zu dürfen, was ich nicht kann. Das sind halt wirklich 4 Leute hier. Aber ich glaube, der will werfen, ne? Was ich nicht so cool finde. Oh, 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 oh. Oh. Okay. Sun hat einfach mal den Typen geköpft. So, Ricky, du gehst mal hinten rum, um den hier unter Druck zu setzen, weil der uns sonst hart auf den Sack gehen wird. Du stunst ihn bitte mal. Jawohl, danke.
77, 74. Und dann piekst du mal dich. Weil die 77 haben. Jawohl. Und euch da oben haben wir, glaube ich, relativ schnell geklärt. Musst du wieder wechseln. Perfekt. Eigentlich können wir hier hingehen und dich kaputt pieksen. Jawohl. Hey, wo ging der denn hin? Jetzt wird's halt eklig. Ja, weil die jetzt alle zuhauen. Und jetzt sind wir hier ran, aber der könnte wahrscheinlich gleich wiederbelebt werden. Ein Schild? Das ist ein Schild, ne? 55, 62. Du machst 25 Fatigue statt 13. Aber dafür knallt's halt auch, wenn dann der Kopf getroffen wird. Holy moly, ey. Mal den mal kaputt. 50, 75. Er hatte doch die Body Armor zerstört. Ja, jetzt fängt der da hinten nämlich an, Dinge zu tun. Hat zwei Leute direkt wieder belebt, ey, die Sau. 75, 75. Ach komm schon. Das war jetzt doof. Jetzt habe ich ein bisschen das Problem, dass ich dem eine Rüstung, glaube ich, ganz gerne hätte. Ach fuck, und bei Jean habe ich vergessen, das Schwertchen auszurüsten. Aua! Hätte ich von euch beiden gern die Rüstung, vor allem auch den Kopf von dir. Ich glaube, ich werde dich halt noch verprügeln und den in der Mitte versuchen abzustechen. Ja, geil, Sam. Hast direkt einen Stecherle getroffen. So, du kannst dich mal um den kümmern. Der ist jetzt mal gestunt. Ja, hör auf, die Leute zu buffen. Aua! Aua! So, wenn wir dich haben wollen, müssen wir dich kaputt hauen. Nice. Und John, du darfst mal anfangen zu rennen. Zu dem Dude. Weil der uns, glaube ich, sonst sehr auf den Sack geht mit seinem Wiederbelebungsscheiß. Der geht uns, glaube ich, sonst sehr, sehr auf den Keks. Pieks. Oh shit, ich wollte den eigentlich, ja, fuck, ich wollte ja tot pieksen. Hör doch auf, Leute wieder zu beleben. Meine Fresse. Ist das anstrengend. Okay. Ausdauer ist too low, um den hier zu stunnen. Ich muss ja nochmal durch die Rüstung, die ich eigentlich schon mal versucht habe zu umgehen. Eine Ausdauer ist ein Problem, glaube ich. Ah, okay, wir werden das, glaube ich, nicht mehr hinkriegen. Ah! Ach, Engage Melee Combat, fuck you. Dann pieken wir mal den halt tot. So, Necromancer. Aua. Oh, what? Der schlitzt ja sogar zurück. Und gar nicht so wenig. Ich will mir die richtige Waffe wieder nehmen und dann nächste Runde angreifen. Das ist irgendwie blöd, dass das nicht mehr hittet. Den einen Angriff, den wir haben pro Runde.
Sehr schön, der hat wieder gehittet. So, da sind wir schon mal durch die Rüstung mit John durch von ihm. Er scheint nur... Wir können natürlich auch die Rüstung noch in die Niederstecher, ne? Kriegen. Jetzt war die ja übrig geblieben. Ach, scheiß drauf. Einfach verprügeln. Wenn wir uns mal die nahe Reichweite... Oh shit, wenn wir jetzt näher rangehen, dann haut er unseren Ben. Geh mal lieber ganz nah ran. Und John macht hier das 1v1 gegen den scheiß Necromancer. Sehr schön. Hat er gewonnen. Necromancer sind halt nicht so stark im Nahkampf. Kann ich jetzt noch? So, und... Achso, nee, ich bin doof. Die Rüstung ist schon durch. Bin nicht so smart. Hatte schon smartere Ideen. Ich hatte schon smartere Ideen. Lebe ich noch? Ja, du lebst noch. Du bist zwischendurch mal gestorben, da habe ich neu geladen tatsächlich. Du bist einer von den so wichtigen, dass ich das nicht auf mir sitzen lassen wollte. Aber wir haben zumindest den Helm bekommen. Let's collect our pay. So, wir haben das, glaube ich, zurückgekriegt. Perfekt. Wir kommen zurück, Solo. Auf jeden Fall müssen wir jetzt jede Menge Level-Ups machen. Bei Solo, bei dir habe ich übrigens Level-Up hingeschoben, weil ich nicht genau weiß, was für ein Skill ich hier nehmen will. Ali, hallo Ricky. Na, du Suchti? Habe ich dich angesteckt? So, Jean will... Nee, 36 will ich nicht machen. Resolve 5er. Hör mir aus. Warum? Rock'n'Stone, ja so ungefähr, nur dass es hier kein Rock'n'Stone ist. Nur dass es hier kein Rock'n'Stone ist. Der kann wahrscheinlich zum Sergeant werden, wobei der... Ja, sonst kann er halt nicht so viel. Range Defense ist auch ganz nett. Und HP halt. Let's go. 35 Stunden seit Samstag, Junge. Und dann spielt sie halt nichts an. Ja, wenn man arbeitet oder wenn man sich auf eine Prüfung vorbereiten sollte, dann halt eigentlich schon, oder? Neues Person kommt. Also 35 Stunden seit Samstag in der Arbeitswoche, es ist schon. Ist schon special. So, bin mir nicht sicher, was ich jetzt mit ihm mache. Wenn er das hier, den Resolve, wenn wir den hochskillen, weil da sind wir schon fast über dem, dann müsste er eigentlich die Standarte übernehmen. Dann braucht er aber eigentlich keinen Kolossus, weil er nicht in der ersten oder wenig in der ersten Reihe steht. Dann ist meistens auch das. Die Ausdauer nicht so ein Problem. Würde ich mal sagen. Was haben wir denn bei ihm genommen? Ich habe schon Kolossus trotzdem genommen. Und Resort und das. 180 Stunden von dir bis Sonntag. Wow. Dann nicht jeder so verrückt wie du. Nicht jeder. Wir werden wahrscheinlich Pathfinder brauchen und wir den einen Schritt auch auf schwerem Gelände machen können, um dann zu attacken, wenn wir einen rangehen müssen. Ist, glaube ich, relativ wichtig tatsächlich bei der Waffe. So, jetzt haben wir hier Sono. Bei dir weiß ich nicht, welche Waffenklasse ich dich spezifizieren will. Weil Donnerstag und Freitag noch Vorlesungen sind. Pathfinder für die Flasks. Nee, Pathfinder ist leider nicht für die Flasks, Sono, aber fast. So, Xan. Oh, plus 2 ist schade. Wenn er da wohl dann Stern hat. Den Dreier nehme ich, den Zweier nehme ich wahrscheinlich aber auch. Und nochmal hier einen Dreier in HP mit. So. Bei dir will ich... wirst schon mit Defense gehen. Also würde ich bei dir wahrscheinlich Shield Expert reinnehmen. Das heißt, wir kriegen 25% Bonus, extra Bonus vom Shield. Denke ich, halte ich für eine gute Idee. Alexander, du wirst ein ziemlicher Tank werden. Plus 2 ist Schaden. Krankgeschrieben, Pech gehabt.
Stimmt, ich wollte noch fragen, wie lange du schon krank geschrieben bist, Xan. So, du wirst das Stabby Stab gar nicht so sehr. Also, Backstabber ist schon so ein geiler Perk, weil immer wenn du dann das hier rausholst und sich alle drum rumstellst, dann triffst du halt easy. Dem 11.01. Oh, ist noch gar nicht so lange. Deutlich kürzer, als ich vermutet hätte bei dem, was du geschrieben hast. Ja, deutlich kürzer, als ich vermutet hätte. Doch, ich würde Shield-Expert nehmen, weil du wirst, wird dir immer ein Shield anziehen, Xan. Du wirst mit Schilden rumlaufen. So, Ricky, who knows? Ugh, ein Sauer, ein Vierer dafür auf Range. Och Gott. Welcome to the Hamlet. Kazugaya, wunderschönen guten Tag, danke für den Follow. Ja, dann halt hier Leben. Dick das. Ja, und noch ein bisschen Defense, damit du nicht gehittet wirst, weil du wirst einfach nur tanken. Würde ich sagen. Ja, bitter, ne? Ein 1er Roll in Melee-Skill und ein 4er Rage und der soll nie raged werden. Das ist halt wirklich so, dass du denkst, aber hier ein Flail-Expert muss man bei ihm machen. Weil er hat ja hier den extra Damage of Heads. Kriegt er auf jeden Fall. Pound ignores an addition 10% of armor and on head health. Rash gains 5% chance to hit. Flail, Lash. Rash, Pound. Lash and Hail ignore the defense bonus of shields. Das ist sowieso schon die ganze Zeit so, dachte ich, oder? Ignore the bonus to melee defense granted by shields. Ja. Hä? Okay, ich habe weniger Fatigue. Das ist alles, was ich hier gefunden kriege. Tank kann ich 10.000 Stunden bei WoW Tank gemacht. Ja, du tankst hier jetzt auch. Haben wir jetzt festgelegt. So. Ach, come on! Und nochmal der gleiche Shitroll? Alter Scheibenkleister. Aber 3 Defense. Ja, 3 machen wir nur. Xeli tankt dann halt auch, ne? Xeli tankt dann auch die Scheiße weg. Das heißt, er wird aber auch immer Schilde behalten. Glaube ich. Reduced to minimum of 1. Shield Damage received is reduced by 50% to minimum of 1. Sehr gut. So, und unser Sacred, der heute nicht da ist, hat noch ein Level Up. Das ist jetzt Level 6. Er hat jetzt 69. Nice. Oh, da klingt jetzt mein Wecker für schlafen gehen. Ach man, ich würde so gern weiterspielen. Ich würde so gern weiterspielen. Der kann halt auch richtig dicke Rüstung anziehen. Also der sieht aus nach jemand mit extrem dicker Rüstung und dann Zweihandwaffe. Sacred, aber dafür brauche ich, glaube ich, mehr HP. Bei Defense wäre auch ganz gut dann. Ich glaube, ich würde erstmal mehr HP nehmen wollen, wenn wir nämlich brauchen. Das heißt aber, wenn wir die jetzt die Doppelwaffe geben, Sono ist halt auch so gut. Sono hat unser Stunboard mit einem hohen Treffer, ja. Die muss leider ins Bett, weil ich arbeiten muss. Jetzt hat man nämlich bei ihm auch die Auswahl, welche Waffenkategorie wir nehmen wollen. Und dann könnten wir halt Axe-Throwing nicht, Polearm. Wir könnten auch 2 Polearms nehmen, dass die dann von hinten zuhauen. Aber es ist eigentlich ein bisschen wasted, wenn die so gut treffen. Dass die dann immer nur einen Hit haben pro Runde. Auch wenn das viel Damage macht. Weil das hier ist ein Polearm, aber es gibt dann halt noch, ich werde es mir auch nochmal aufheben. Halt auch ein Polearm, aber es gibt noch andere Waffen, die 2 Handys sind, die fast kein Essen mehr. Essen geht uns ein bisschen aus. Wir holen mal auf jeden Fall noch die Bezahlung ab. Muss so eh erst um 10 im Büro sein. Tatsächlich habe ich Gleitzeit mit um 10 im Büro, aber ich will nicht erst um 10 im Büro sein. So, meine normale Zeit ist um 9 im Büro. Aber ich habe morgen sogar Homeoffice. Aber ich will trotzdem mal wieder ein bisschen mehr ausschlafen. Ein bisschen. Point. The point of points. Also jetzt gleich down. Essen. 185. Das gönne ich mir doch. 185 für Tools und Supplies. Wir könnten hier nämlich zum Beispiel den Zweihandhammer nehmen. Wäre halt zum Beispiel eine ganz geile Gegenrüstung, eine ganz geile Waffe. Ich will nie 30 werden. Sono, das hat nichts mit meinem Alter zu tun. Ich bin in der Schulzeit und Halli, hallo, Xeli.
Ich bin in der Schulzeit immer um 9 pennen gegangen und um 6 aufgestanden, um 6.10 Uhr. Das ist dann meine übliche Zeit. So um 21 Uhr, 21.30 Uhr schlafen, 6.10 Uhr aufstehen und dann zur Schule. Also ich war immer schon jemand, der viel gepennt hat. Ich habe morgen 14.30 Uhr den ersten Termin. Ich bin ein bisschen neidisch, Xan. So, wenigstens mal noch einen schönen guten Abend gewünscht und gleich noch eine gute Nacht. Alles klar, Xeli. Das gleiche wünsche ich dir auch. Mit 30 überspringen und gleich 31. Selbe hier. 6 bis, was? 6 bis 21 Uhr? Nee, bei mir war 21 bis 6 Uhr. 6 bis 21 Uhr schlafen würde ich zum Arzt gehen, Ricky. Oder meinst du, es ist deine Wachzeit? Statt meiner eigenen Person zum Thorax-CT gehen? Okay, es war die Wachzeit gemeint. Ja, ein Zweihandhaber, das ist halt der erste Zweihandhaber, der ist nicht mal sonderlich gut. Würde ich sagen. Kaufen wir noch ein bisschen Käse zur Feier des Tages. Und ein Armorer haben wir hier. Ist der vertretbar günstig? Der ist vertretbar günstig. Eine 115er Rüstung für 520. Würde ich ja sagen, das geht schon klar, ne? Bis du an einen 30er Sohn überlegst dir. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber in der deutschen Community ist 31er sowas wie du bist ein Verräter. Soweit ich das im Kopf habe. 105er für 400. Wir haben jetzt noch einen Helm, bräuchten wir schon noch. Zwei Helme bräuchten wir eigentlich schon noch. Würde ich mal sagen, nehmen wir die beiden Helme. Und die Rüstung ist dann kein Geld mehr da. So, dann kriegt Jorn nämlich noch einen schönen Helm. Und Ricky, die Who Knows, kriegt auch einen schönen Helm. Und dann haben wir schon mal mit unserer Frontline alles Metallhelme. Ist doch ein guter Anfang, oder? 51 kommt von das andere. Okay. Und wir können hier auch für 75, das will ich mal probieren, was bringt mir das, wenn ich das jetzt anwende? So, auf. So, du bist doch einer unserer Ältesten dabei. Das ist ja fancy. Geil. A Colored Band habe ich jetzt bekommen. Es gab ein Achievement dafür. Übermorgen habe ich den 31er dann hinter mir gelassen. So, aber wirklich, gute Nacht. Gute Nacht, Xeli. Danke fürs kurz reinschauen. Jetzt war auch nicht mehr allzu lange. Also ich bin Artig 1. Du bist Xandrinzios, dachte ich, war sehr wissen mit Artig 1. Haben wir unser eigenes Wappen da drauf, das ist ja geil. Hätten wir natürlich auch auf dem hier machen können. Aber was eine noch weiter eingedeutschte Variation des Wortes Snitch ist das Wort 31er, welches für Personen verwendet wird, die sich durch das Verraten von vertraulichen Informationen einen eigenen Vorteil verschaffen. Die Zahl 31 wurde damit aus dem Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes für den Spitznamen übernommen. Im Paragraph 31 BTMG ist geregelt, dass ein Strafmaß gemittelt werden kann, im Gegenzug Informationen bereitgestellt werden, die weitere Straftaten, die im Zusammenhang stehen. Aha. Aha, okay. Daher kommt das also. Gut. Ja, also unser nächstes Ziel ist, unsere Trading Goods auch irgendwann wieder zu verkaufen. Dazu müssen wir wieder nach Norden gehen. Wir haben jetzt hier in Bergau keinen Auftrag mehr, das heißt, wir werden uns in die Richtung begeben. Wir haben jetzt aber natürlich heute einiges an Progress gemacht in unserer Ausrüstung der Dudes. Auch wenn wir einen Lumidon, glaube ich, verloren haben. Ja, ein Lumidon ist heute leider gestorben. Up to death by a Brigand Raider. Bam.